Ja, Punkt 7:30. Allen einen wunderschönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schön, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Wir freuen uns über so eine rege Teilnahme heute Abend. Ganz besonders begrüße ich natürlich Professor Krämer. Sie haben es geschafft. Ja, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln. Wir haben uns also gestern noch in Freiburg getroffen. Mein Zug gestern war top unterwegs. Bei ihm war das heute nicht ganz so. Er musste einen kleinen Umweg nehmen mit dem Taxi bis Offenburg, weil das Stellwerk in Freiburg brannte. Aber als Mitglied der Finanzkommission des Deutschen Caritasverbandes hatte die Taxifahrt nachträglich genehmigt. Was mich sehr Also passt schon. Ja, wir sind hier heute Abend zusammen mit der CDA unterwegs. Das finde ich sehr schön. Herr Lindringer sitzt auch hier vorne für die CDA. Wir widmen uns einem Thema, das schon von ganz, ganz großer Relevanz ist, das im Moment gerade auch nochmal unter einem besonderen Vorzeichen schwer diskutiert wird, nämlich unter der Frage von Einkommens- und Vermögensverteilung. Wenn man so in den letzten Tagen auch die großen überregionalen Blätter aufschlägt, wenn man bestimmte Situationen in Niedersachsen betrachtet, in bestimmten Unternehmen und einfach so ein bisschen in der Welt unterwegs ist, dann kriegt man all diese Dinge ganz gut mit. Ich sollte vorweg herzlichste Grüße vom Generalvikar bestellen, Ihnen allen. Theo Paul, der ist heute Abend in einem anderen Podium unterwegs. Das ist auch eine ganz gute Arbeitszahlung, glaube ich so. Zur Vita von Professor Krämer vielleicht ein paar kurze Anmerkungen. 52 in Aachen geboren, Volkswirtschaftslehre und Erziehungswissenschaftsstudium in Freiburg, dann eine Promotion in Volkswirtschaftslehre, Entwicklungsprojekte feuchten in Indonesien, dann kam die Berührung zum Caritasverband intensiv. Sie waren dann zunächst bei Caritas International zuständig für Katastrophenhilfe in Asien und weitere diverse Programme auch in Osteuropa. Sie haben sich 1992 habilitiert in VWL, Volkswirtschaftslehre, und Sie sind seit 2000 Generalsekretär des Deutschen Caritasverbandes in einem dreiköpfigen Vorstand an der Seite von Peter Neher und dem Kollegen Milius mit klaren Zuständigkeiten. Sie sind zuständig für Fach- und Sozialpolitik und sind da, glaube ich, auch gerade durch Ihr Buch jetzt Armut in Deutschland, das fast wie so ein kleines Vermächtnis dasteht in den letzten Wochen und Monaten. Also mein Ablehnen ist ein bisschen dauernd. So kennen wir Sie. Ne? Es soll ein bisschen Spaß sein heute Abend, aber bei einem ernsten Thema. Und das kitzeln wir dann immer mal wieder raus. Vom Ablauf her, Sie sind das noch bis Mitte des Jahres, das sollte ich vielleicht sagen. Wegen Ablehnendes. Das ist aber nur mein berufliches Verfallsdatum. Vom Ablauf her haben wir uns gedacht, dass wir die Zeit so bis 9 Uhr in etwa aufteilen, dass wir zunächst miteinander ins Gespräch gehen, Sie dann aber schon alles bei sich sozusagen oben festhalten können, was Sie von ihm wissen wollen. Das Thema ist höchst komplex, auch höchst umstritten an nicht wenigen Stellen. Ich weiß nicht, ob wir Ihnen versprechen können hier im Duo, dass wir das wirklich alles abarbeiten, was an Aspekten zu diesem Thema von Bedeutung ist. Wir halten uns, oder ich möchte mich so ein bisschen an dieser Dreigliederung halten. Wer ist arm? So haben Sie das auch beschrieben in Ihrem Buch. Was läuft schief bei uns? Und was ist notwendig und auch notwendig? Also was müssen wir tun? Und ich werde in diese drei Fragen immer kurz reinpieksen und Sie um Antwort bitten und werde dann nach
der halben Zeit, damit Sie auch zu Ihrem Recht kommen und das nicht nur so eine Feigenblattgeschichte ist. Am Ende noch in so 5 Minuten können dann 2 Fragen gestellt werden und dann ist Schluss. Werden wir gemeinsam Sorge tragen, hoffentlich. Und Sie dürfen sich dann auch ruhig mal regen. Also wenn Sie das Gefühl haben, da ist vorne genug geredet, dann halten Sie einfach die Hand hoch. Dann ist das für uns auch der dezente Hinweis, dass Sie auch gerne mal sich einmischen möchten. Sie haben schon vor geraumer Zeit, Herr Professor Krämer, einen Beitrag, ich weiß gar nicht mehr genau, ob es in der Süddeutschen oder in der Zeit war, wo Sie gesagt, empört euch, nicht empört euch, empört euch. Und haben darum geworben, genauer hinzuschauen, differenzierter auf die Armutsfrage zu blicken und haben uns auch gemahnt, etwas stärker in die Details hineinzugehen und nicht einfach nur pauschal Dinge zu beschreiben, auch anzuklagen, weil auch das hätte aus Ihrer Sicht, und da kommen wir sicher heute Abend drauf, auch das hätte Folgen. Wir legen mal los mit dem ersten Komplex. Wer ist arm? Und ich würde Sie im ersten Durchgang einfach mal bitten, und auch immer in der gebotenen Kürze, ich weiß, wie schwierig das ist, zu definieren, was sind die Hauptrisikogruppen und wo sagen Sie auch, da passt mal auf, die Gruppen gehören vielleicht auch nicht dazu. Gut. Herzlich willkommen nochmal und ja, vielen Dank. Also ja. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wer ist arm? Ich bin eindeutig dafür, Armut in einem reichen Land wie Deutschland in Relation zu den wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen dieses Landes zu definieren. Wenn wir das weltweit tun, dann sagen wir einfach und vergleichen mit Kalkutta, dann haben wir die Armut einfach wegdefiniert. Das sollten wir nicht tun. Ich finde, eine sehr gute Definition der Europäischen Union sagt, arm ist, wer so wenig Ressourcen hat, dass er von dem Leben ausgeschlossen ist, was in dem jeweiligen Land der Europäischen Union als Minimum gilt oder annehmbar ist. Das ist natürlich auch noch sehr vage. Das versucht man mit diesem 60%-Wert zu fassen. Man erfasst den Anteil der Menschen, die ein Einkommen haben, was geringer ist als 60% des mittleren Einkommens. Das ist eine Näherung. Ich erspare Ihnen jetzt statistische Details. Bei einem Alleinstehenden in Deutschland sind das je nach Untersuchung irgendwas zwischen 940 und 1050 Euro. Wer also als Alleinstehender ein verfügbares Einkommen nach Abzug von Sozialabgaben, aber einschließlich der Sozialtransfers unterhalb dieses Wertes hat, gilt als im Armutsrisiko lebend. Das sind etwa 12 Millionen Menschen. So, wenn Sie in der Zeitung eine Zahl zur Armut lesen, dann werden Sie daneben in aller Regel ein Bild finden von einem Wohnungslosen oder einem Menschen oder einem Flaschensammler. Diese 12 Millionen sind natürlich nicht alles obdachlose Menschen oder Flaschensammler, sondern das ist eine statistische Abgrenzung. Jetzt sind unterhalb dieses Werts von 950 oder 1000 oder 1050 Euro natürlich zum Teil auch Studierende, die alleine leben. Ja, da würde ich jetzt mal sagen, das ist nicht wirklich ein Problem. Es gibt Studenten mit großen Problemen, aber das messen wir nicht mit einem solchen Wert. Wer allerdings natürlich dauerhaft als Langzeitarbeitsloser oder als Person im Alter von einem Wert um knapp 1000 Euro lebt, ist jedenfalls von vielem ausgeschlossen, was diese Gesellschaft lebenswert macht oder hat Probleme mit der Teilhabe. Also insofern macht diese Zahl Sinn, aber man muss auch wissen, wenn also es plötzlich heißt, ja, die Armut ist besonders groß bei den jungen Erwachsenen, ja, man kann sich besonders darüber empören, dann sind da eben sehr viele Auszubildende und Studierende drin und das ist nicht unsere Problemgruppe. Unsere Probleme sind diejenigen, die in diesem Alter
keine Ausbildung machen und nicht studieren. Auf die müssen wir besonders gucken, aber noch nicht die, die das sind. Aber im Alter ist das natürlich etwas anderes und wenn es das ganze Leben geht, als Student hat man ja Perspektiven. Ein zweiter Versuch der Erfassung der Armut, das lesen Sie auch häufig in der Zeitung, ist die Zahl der Hartz-IV-Empfänger. Wer also Hartz IV bekommt oder die Grundsicherung im Alter, zählt als arm. Das ist insofern eine sinnvolle Zahl, als es die zeigt, die ihren Lebensunterhalt nicht ohne solche Transfersysteme sichern können. Aber diese Zahl hat auch ihre Trickigkeit. Ja, die Zahl hängt nämlich davon ab, wie gut oder knauserig unser Sozialsystem ist. Ja, wir hatten das 2003, da hat die sozialliberale Koalition die Grundsicherung im Alter deutlich verbessert. Bis 2003 war es nämlich so, wenn Sie Sozialhilfe beantragt haben, als Mensch im Rentenalter, kam das Sozialamt zu den Kindern und hat das zurückgefordert. Das hat man abgeschafft. Und dann ist diese Zahl sehr drastisch nach oben gegangen, einfach weil mehr alte Leute diesen Antrag gestellt haben. Ich verstehe nicht, warum die Sozialdemokratische Partei diesen großen sozialen Errungenschaft nicht offensiver vertritt. Also wir haben diese beiden Zahlen und sie sind aussagefähig, aber muss sie auch klug interpretieren. Sie haben das Stichwort Altersarmut gerade schon angesprochen. Sie haben dazu auch vor einigen Tagen Anmerkungen in der Neuen Osnabrücker Zeitung gemacht. Vielleicht können Sie zu dem Thema noch einmal ausführen, wie Sie diese Frage schon gerade auch mit Blick auf die Zukunft einschätzen. Ja, also derzeit beziehen etwas über 3% der Menschen im Rentenalter Grundsicherung im Alter, also die alte Sozialhilfe, und haben damit Transfereinkommen auf der Höhe von Hartz-IV-Empfängern. Ich bin überzeugt, dass diese Zahl höher wäre, wenn alle alten Menschen ihre sozialen Rechte geltend machen würden. Es gibt Mini-Rentner, die diesen Antrag nicht stellen. Ja? Und es gibt auch Schätzungen, dass dieser Anteil höher sein, wachsen wird, weil wir eben viele Erwerbstätige haben, die sehr durchbrochene Berufsbiografien nach der Wiedervereinigung hatten. Wir hatten eine hohe Arbeitslosigkeit bis 2005. Also finde ich schon, dass Politik gegen Altersarmut eine notwendige Geschichte ist. Aber ich finde, und das ist so ein bisschen etwas, was mir jetzt im Hinblick auf den kommenden Bundestagswahlkampf Sorgen macht. Wir werden ja vermutlich einen Wahlkampf bekommen, der von den Themen Gerechtigkeit und Sicherheit dominiert wird. Und es ist klar, dass wir eine Rentendebatte kriegen werden. Ich habe gar nichts gegen Rentendebatten. Ich denke, ein solches Thema, was sehr viele bewegt, muss auch eine Rolle haben in einem Bundestagswahlkampf. Ja, aber die Forderungen sind, das Rentenniveau um 2 oder 3% zu erhöhen. Das scheint das, was irgendwie realistisch ist. Kostet auch viel Geld, muss irgendjemand zahlen, entweder Steuern oder Beitragszahlen. Dazu will ich jetzt aber gar nichts sagen. Was meines Erachtens nicht in Ordnung ist, ist, dass man dies mit dem Kampf gegen die Altersarmut begründet. Ich will Ihnen das erklären. Wenn wir die Renten anheben, dann wird ein gut situierter Rentner, wie ich das ja leider in Kürze sein werde, natürlich... Wir haben ehrenamtliche Jobs, das haben wir können auch. Ja, aber ich würde trotzdem nicht auf die Rente verzichten. wird also einen relativ hohen Betrag kriegen. Ob man dann zufriedener ist, ist eine andere Frage. Und die Mini-Rentner werden natürlich nur kleine Mehrbeträge bekommen. So. Aber das ist noch nicht die ganze Geschichte. Wenn diese Mini-Rentner dann auf ergänzende Grundsicherung angewiesen sind, ja, und zum Sozialamt gehen, wird ihnen das bisschen mehr an Rente, was sie haben, bei der Berechnung der Grundsicherung wieder abgezogen. Das heißt, wir reden über etwas, wo wir sagen, wir bekämpfen die Altersarmut,
haben aber einen Mechanismus, wo die Armen gar nichts davon haben. Denn diejenigen, die Grundsicherung beziehen, hätten genau 0, nix. Ja? Und das ist für mich ein Beispiel, dass wenn wir über Armut reden, und wir müssen über Armut reden, dass wir dann wirklich auf die konkreten Risikogruppen gucken müssen und auf die Wirkungsmechanismen, ob denn das, was wir tun, sie wirklich erreicht. Genau das wollen Sie ja, dass wir auf diese... dass wir auf diese hochkomplexen Wechselwirkungen immer wieder auch gucken. Ihnen ist ganz wichtig nochmal die Unterscheidung zwischen Armut und Armutsrisiko. Warum ist Ihnen das so wichtig? Jetzt können Sie sagen, das ist eine Haarspalterei. Ja? Ich habe ja schon ein Beispiel gemacht. Also, der Satz ist ja, Armut in einem reichen Land ist ein Skandal. Jetzt muss man einfach verstehen, über was man redet. Also absolute Armut in einem reichen Land ist natürlich ein Skandal. Ich würde auch sagen, es ist ein Skandal, wenn man Dinge, die man wirksam machen kann, gegen Armut nicht tut. Ja? Aber die Existenz von Studierenden mit weniger als 950 Euro ist kein Skandal. Ja? Oder Auszubildenden. Und wir haben natürlich auch, ich bin auch einfach ein bisschen vorsichtig mit immer diesen Skandalformulierungen. Auch in Schweden, einem gefestigten Wohlfahrtsstaat, haben wir eine Armutsrisikoquote, die 2 Prozentpunkte, 3 Prozentpunkte unterhalb der Deutschlands ist. Also auch in anderen Wohlfahrtsstaaten haben wir Menschen unterhalb dieses 60-Prozent-Werts. Insofern nutzt uns dieses Skandalgerufe nichts, sondern wir müssen gucken, was wir eben konkret tun können, und es ist halt der Versuch, den Fokus stärker von der skandalisierenden Empörung hin auf die Handlungsoptionen zu lenken. Wenn Menschen über einen langen Zeitraum von Teilhabe ausgeschlossen sind und einfach vorne und hinten nicht klarkommen, hat das Auswirkungen. Was sind die massivsten Auswirkungen von Armut? Na gut, also wir wissen natürlich, dass Kinder, die in Haushalten aufwachsen, bei denen also ständig materieller Stress ist, schlechtere Bedingungen haben, sich zu entfalten. Und das gilt also durchaus auch, wenn sie unterschiedliche Ausbildungsniveaus herausrechnen. Also materieller Stress ist für die Entwicklung von Kindern nachteilig. Jetzt kann man natürlich einiges tun. Man könnte, also, aber da sind wir jetzt natürlich schon im Handeln, da darf ich ja erst nachher hinkommen. Also, dazwischen wir schon mal machen, das schadet auch. Okay, also man kann sich natürlich überlegen, wie sichert man Familien im Niedrigeinkommensbereich besser ab. Das können wir vielleicht nachher nochmal aufgreifen. Was ich besonders erschreckend finde, ist, dass wir einen engen Zusammenhang haben zwischen der materiellen Situation und der gesundheitlichen Situation und der Lebenserwartung. Dieser Zusammenhang ist eng. Er ist nicht nur in Deutschland eng, er ist auch in anderen Ländern eng. Ja, diese Spanne beträgt zwischen Menschen, die im 60%-Bereich sind, und Menschen, die das anderthalbfache oder zweifache des Medianeinkommens haben, ist diese Spanne immerhin bei 8 oder 9 Lebensjahren. Das ist viel. So, das findet in einem Land statt, in dem wir den Zugang zu einem guten Gesundheitssystem haben. Wir haben nicht die Ursache eines engen Zusammenhangs von Armut und Lebenserwartung, wie das in Entwicklungsländern teilweise ist, weil man einfach sich einen Arzt- oder einen Krankenhausaufenthalt nicht leisten kann. Ja. Das hat teilweise zu tun mit unterschiedlichem Risikoverhalten, was Bewegung, Alkoholkonsum, Ernährung angeht. Aber auch wenn man das rausrechnet, bleibt ein weniger großer, aber es bleibt ein Zusammenhang. Ja. Es gibt Leute, wohnen in schlechteren Wohngebieten, sind höheren Lärm- oder Feinstaubbelastungen ausgesetzt und so weiter. Ja. Und das heißt einfach, wir müssen auch
sowohl jetzt an, in einer städtischen Umweltpolitik darauf achten, also wie geht es in den Gebieten zu, in denen Leute mit niedrigeren Einkommen wohnen, und wir müssen sicherlich auch, was die Gesundheitsprävention angeht, sowohl im Bereich des Verhaltens als auch der Verhältnisse versuchen, dass wir diesen engen Zusammenhang zwischen zwischen Einkommenssituation und Lebenserwartung auflösen wird man ihn nicht. Ich will allerdings auch sagen, weil ich ja immer die Probleme darstelle, aber auch versuche, ja doch zu vermitteln, dass wir uns in einem gefestigten Sozialstaat befinden. Also die Armen haben auch an dem Anstieg der Lebenserwartung partizipiert. Die Lebenserwartung der Armen ist bei 70 Jahren. Das war die durchschnittliche Lebenserwartung der Gesamtbevölkerung vor 30 Jahren. Also auch die, und damals war der Zusammenhang natürlich auch da. Also auch die Armen werden älter, aber es gibt trotzdem diese Diskrepanz. Ist zum besseren Verständnis eine Zwischenfrage erlaubt? Ja. Ich lasse das jetzt mal einmal zu. Ja, nur zum Anfang. Sie sagten, von 950 bis 1040 Euro muss die Person auskommen. Was muss sie damit bestreiten? Miete, Wohngeld, Krankenversicherung? Nein, die Krankenversicherung ist weg, aber die Miete muss sie bestreiten. Und Wohngeld auch, alles noch. Also das Wohngeld ist Teil des Einkommens und die Mietausgaben sind Teil der Ausgaben. Gut, danke. Ja. Alles, was das war wirklich eine Verständnisfrage. Normalerweise sind es ja keine Verständnisfragen. Alles gut, ja, danke. Alles, was sich um aktuelle politische Auseinandersetzungen jetzt rankt, die Debatte um Hartz IV seit einigen Tagen, das sollten wir gleich mit reinnehmen in Ihren Block. Ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter. Was läuft schief? Weil wir haben ja versprochen, dass Sie gleich auch dran sind. Was läuft schief? Ich denke, dass wir hier auch einfach nur eben so ein bisschen reinpieksen können und ein, zwei Punkte vielleicht angehen können. Sie setzen sich sehr intensiv immer mit der Frage der Mittelschicht auseinander. Im Kontext der, und davon bin ich im Übrigen auch überzeugt, dass diese Gesellschaft sehr viel Solidarität gebrauchen wird in den nächsten Jahren. Und wenn wir das Thema Armut zu stark skandalisieren würden, ist eine ihrer Kernbotschaften, dann verschrecken wir, verunsichern wir die Mittelschicht und würden mit dieser Verunsicherung auch einen Teil dieser Solidaritätsbereitschaft perspektivisch in Frage stellen. Das ist so ein Punkt, wo vielleicht was schief läuft aus Ihrer Sicht. Ein anderer Punkt, den beschreiben Sie nicht so, aber der wird auch immer wieder kolportiert. Wir haben weit über 150 Familienleistungen im Familienministerium. Und wenn ich das alles richtig weiß, sind diese Familienleistungen jedes Jahr durch etwa 200 Milliarden Euro begleitet. Und es hat jemand vor kurzer Zeit mal gesagt, das würde wie mit einer Art Rasensprenger, der völlig außer Kontrolle geraten sei, verteilt. Und im Wesentlichen würden die sattgrünen Wiesen damit erwischt und weniger die Wiesen, die es eigentlich gebräuchten. Also was läuft, was sind die wesentlichen Dinge, die aus Ihrer Sicht schief laufen? Gut, die haben jetzt zwei Sachen angesprochen. Also zum einen meine ich nicht, dass wir jetzt aus, ich sag mal, volkspädagogischen Gründen nicht ernsthaft über Politik reden dürfen, um die Mittelschicht nicht zu irgendwie erschrecken. So. Sondern ich würde einfach sagen, man soll auf dem Teppich bleiben. Ich kriege jetzt Mails von Leuten, also durchaus auch Pfarrgemeinderatsvorsitzende und so weiter, die mich ganz erstaunt fragen, ob mir nicht entgangen wäre, dass der Sozialstaat in den letzten 30 Jahren komplett abgebaut wurde. Ich würde sagen, ja, das ist mir entgangen. Ja, jedenfalls, und die Zahl der Mitarbeiter des Deutschen Caritasverbandes ist in dieser Zeit von 450 auf 600.000 gestiegen und wird aus diesem Sozialstaat finanziert. Also es gibt einen Untergangsdiskurs, der meines Erachtens völlig abwegig ist. So. Also man kann doch sagen, wir leben in einem, doch alles in allem, gucken wir uns doch um in der Welt, ja, relativ gut regierten Land, ja, mit
einen gefestigten Sozialstaat und wir ringen darum, wie wir ihn besser machen. Das kann doch ein Blick sein. Dann muss man ja nicht vor den Verhältnissen immer vor Dankbarkeit auf die Knie rutschen, das fordere ich ja gar nicht, aber man kann einen Duktus in die Debatte kriegen, der, glaube ich, konstruktiver ist. So, was war jetzt Ihr zweiter Punkt? Entschuldigung. Das war die Geschichte mit den Leistungen von mir. So, jetzt mit den Leistungen. Man muss aufpassen. Unter diesen 200 Milliarden Euro, das klingt ja wahnsinnig viel, ist auch die Steuerersparnis, die Familien in der Mitte und oben haben, weil sie Kinder haben. Die schlichte Freistellung des Existenzminimums der Kinder wird da als eine staatliche Leistung gerechnet. Also ein hoher Teil dieser 200 Milliarden ist einfach Geld, was der Staat den Familien noch nicht weggenommen hat. Wenn man das natürlich als Leistung definiert, dann kommt man natürlich zu gigantischen Leistungen. Ja, da muss man also aufpassen. Die Zahlen der wirklichen Cash-Leistungen an die Familien sind deutlich kleiner. Jetzt klingt die hohe Zahl von Leistungen ja, natürlich auch sehr gigantisch. Man muss sehen, wir haben ein System, was in starker Weise versucht, einzelfallgerecht zu sein und damit hochkomplex ist. Ich halte diese Komplexität selbst für ein Problem. Man muss aber, glaube ich, ehrlicherweise konzidieren, dass der Deutsche Caritasverband seit 1897 eine Kraft war, die den Sozialstaat komplexer und komplizierter gemacht hat und nicht einfacher, weil wir natürlich auch immer auf diese Einzelfallgerechtigkeit gedrückt haben. Jetzt kann man natürlich, da sind aber katholische Verbände nicht besonders erpicht, am Ehegattensplitting rumnagen. Ja? Kann man machen. Ja? Man muss aber sehr wahrscheinlich überlegen, das greift natürlich auch in die Dispositionsmöglichkeit von Paaren ein. So. Und man kann natürlich sehen, ein Teil der Umverteilung findet gar nicht von oben nach unten statt, sondern es ist Umverteilung, die in der Mitte stattfindet. Ja? So, das kann man reduzieren, das ist allerdings mit großen politischen Konflikten verbunden. Ich will sagen, ich glaube, man muss auch auf diese Familienleistungen gucken. Ich würde da zwei Punkte rausgreifen. Das eine ist, wir haben bei Familien mit einem oder zwei Kindern ein durchschnittliches oder eher etwas unterdurchschnittliches Armutsrisiko im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Wir haben aber bei Kindern mit drei und bei Familien mit drei und vier Kindern oder fünf Kindern ein deutlich erhöhtes Armutsrisiko. Also diese 6 Euro mehr beim dritten Kind und die 30 Euro mehr beim vierten Kind gleichen diese Belastungen von Familien mit einer hohen Kinderzahl nicht aus. Ja, weil natürlich auch es schwieriger ist, einfach anderthalb oder doppelt zu arbeiten. Und der zweite Punkt ist, wo ich finde, dass wir dran sollten, ist, die Familien oder die Erwachsenen, die Kinder haben und im Grunde mit ihrem Erwerbseinkommen für sich selber sorgen können, aber bedürftig werden, weil sie Kinder haben und zum Teil einen Kinderzuschlag kriegen, das ist in Ordnung, zum Teil aber auch zum Jobcenter gehen und als Hartz-IV-Empfänger zählen. Und ich finde, wer für sich selbst sorgen kann und die ja, gesellschaftliche Leistung der Erziehung von Kindern erbringt und eben da eine stärkere Unterstützung braucht als das Kindergeld, ja, sollte ein erhöhtes Kindergeld von der Familienkasse kriegen und nicht Empfänger einer Leistung Grundsicherung für Arbeitssuchende sein. Das wären zwei Reformelemente, bei denen ich mir im Bereich der Unterstützung von Familien, die ich jetzt jedenfalls für sinnvoll halten würde. Wir sind ja immer schon so ein bisschen im Handeln. Ja. Ich springe da jetzt mal hin, weil ich ja merke, dass Sie da auch gerne hin wollen. Ich springe mir hinterher. Sie sprechen in Ihrem
Teil des Buches, wo es ums Handeln geht, im Kontext der Sozialpolitik von Stückwerkpolitik. Das ist bestimmt eine Begrifflichkeit, die nicht für jeden so im Alltag griffig ist. Bevor wir also über das Handeln reden, glaube ich, ist gut, wenn Sie noch einen Tacken sagen zum Thema Stückwerkpolitik. Ja, also der Begriff des Stückwerks steht schon in der Bibel. Aber er ist in die moderne politische Debatte eingeführt worden von dem Philosophen Karl Popper. Und Karl Popper hat gesagt, alles Leben ist Problemlösen und wir schaffen das Lösen von Problemen nur in Versuch und Irrtum. Und er hat das in der Auseinandersetzung mit er hat sich ja sehr stark sowohl mit dem Faschismus als auch mit dem Kommunismus auseinandergesetzt, hat eine große Skepsis gegen den Versuch, soziale Systeme irgendwie völlig neu zu gestalten, weil wir das im Prinzip gar nicht überblicken. Und wir müssen Systeme oder Situationen im mühsamen Stückwerk, in Schritten verändern. Und dieses graduelle Verändern von Systemen ist in der Sozialdebatte hochgradig diskreditiert. Ich habe eine gewisse Sensibilität entwickelt, weil ich ja jetzt 17 Jahre diese Debatte geführt habe und in Teilen erlitten habe. Jeder Ansatz, Sie werden sofort reflexartig Leute finden, die sagen, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, das ist ja zu kurz gesprungen und hier und da. Ja. Und also im Grunde werden die Sozialpolitiker, die ja nicht alleine auf der Welt sind, sondern auch Verteidigungspolitiker, Innenpolitiker und ich weiß nicht was, Verkehrspolitiker um sich haben, ja, im mühsamen Kleingeschäft, ja, Veränderungen erwirken, das wird alles irgendwie als klein-klein diskreditiert. Ich glaube aber, dass man diese Welt nur in diesen Schritten verändern wird. Das schließt nicht aus, dass man eine Vorstellung hat, wohin man diese Schritte lenken will. Ja? Und das wäre für mich eine Vorstellung eines Sozialstaats, der stärker als uns bis das heute gelingt, Leute auch befähigt und sie unterstützt, ihre Potenziale zu entfalten. Nochmal einen Schritt. Sie reflektieren auch die Frage, warum es so schwierig ist, Sozialpolitikkeit zu finden. Oder warum? Naja, Gott, das war natürlich, Sozialpolitiker zu sein, war natürlich wunderbar in der Expansionsphase des Sozialstaats. Ja, also Arendt, der Arbeitsminister von Willy Brandt, ja, hat also verkünden können, dass er die flexible Altersgrenze, ja, und dann bums die Bums innerhalb kürzester Zeit ist das Renteneintrittsalter um 3 oder 4 Jahre gesunken. Das macht mehr Spaß als Sozialminister, wie wenn man mich mit Müntefering dahinstellen muss, die Rente mit 67 zu begründen oder wie Frau Nahles jetzt. Ja. Also ich war bei einem Kongress der SPD, ja, und habe wirklich bewundert, welchen Job diese Frau macht, den Leuten mühsamst zu erklären, dass man die Rentenreformen seit 1992 nicht einfach alle wieder rückgängig machen kann, dann würde nämlich unser Beitragssatz zur Rentenversicherung irgendwie in Größenordnung von 35% hüpfen. Und das kann man auch nicht alles mit Steuern ausgleichen. Ja? Also wir haben ja heute das mühsame Problem im demografischen Wandel, die sozialen Sicherungssysteme finanziell einigermaßen im Lot zu halten. So. Und da werden natürlich Dinge entschieden, die man, wenn wir in einer Welt ohne Ressourcenmangel wären, anders entscheiden würde. Ja, so. Und das ist ein mühsames Geschäft. Und was mich ärgert, ist, dass diese Tätigkeit, ja, die ja die Leute nicht aus einfach nackter Boshaftigkeit tun, ja, sondern sie kommen in ein Regierungsamt und wie Schäuble sagt, Regieren ist ein Rendezvous mit der Realität. Ja, und dann muss man sich diesen verfluchten Fragen stellen und hat einen Rentenbericht zu verantworten, wo dann entweder
ein Anstieg des Beitragssatzes auf weiß nicht was drinsteht oder Steuergeschichten oder sonst was. Ja. Und ich finde, Sozialverbände müssen das anerkennen und müssen also sich der schwierigen Arbeit aussetzen, Vorschläge zu machen, die irgendwie auch in der Realität umsetzbar sind. Wenn sie das nicht tun und Luftschlösser in die Welt blasen, ja, dann erzeugen sie Erwartungen, die Politiker einfach immer enttäuschen müssen. Und diese enttäuschenden Erwartungen tragen meines Erachtens zu dem Nährboden des Populismus mit bei. Ja. Ein ganz wichtiger Begriff in der Grundsatzfrage, wo es hingehen muss, wie wir zu handeln haben, fiel gerade schon, nämlich der Begriff der Befähigungsgerechtigkeit. Also der Frage nachzugehen, wie können wir alles so stellen, dass Menschen ihre eigenen Potenziale zu einem gelingenden Leben nach vorne bringen können. Frühe Hilfen ist ein Stichwort, über das wir vor vielen Jahren eigentlich noch gar nicht geredet haben. Also es wird deutlich gesagt, wir können gar nicht früh genug ansetzen. Was wären aus Ihrer Sicht ganz unten angefangen die wesentlichen Punkte, die mithelfen würden, Menschen in schwierigen Lebenslagen ihr Leben zu erleichtern? Ich fange mal mit den frühen Hilfen an. Also vielleicht zur Erklärung, wir versuchen gerade solche frühen Hilfen in den katholischen Geburtskliniken zu etablieren. Also da sind wir am Anfang von 180 Geburtskliniken, haben wir die Hoffnung, dass in Kürze 20 mitmachen. Es ist noch viel Luft nach oben. Das ist ganz einfach, es gibt eine Sozialarbeiterin oder zwei oder eine in der Regel, ja, die einfach zu den Eltern, die zur Geburt kommen oder häufig ja auch bereits zum Zeitpunkt der Geburt eine alleinerziehende Mutter, ja, in Kontakt treten, sich nach der Situation erkundigen, informieren, über Hilfen informieren und so weiter. Und erfahrungsgemäß erleichtert das enorm den Zugang zu Hilfen, wenn dann sich Hilfen als notwendig erweisen. Jetzt ist eine halbe Sozialarbeiterinnenstelle in einer Klinik, ich sag mal mit 2.000 oder 3.000 Geburten im Jahr, nicht wirklich ein Faktor, der die Kosten des Gesundheitssystems zum Explodieren bringt. Was passiert aber jetzt? Die Krankenkassen sagen, naja, das ist soziale Arbeit, das hat mit Gesundheit, also mit Gesundheit würden Sie vielleicht noch sagen, was zu tun, das ist aber nicht der Job der Krankenkassen. Die Kommunen sagen, ja, sind wir denn bekloppt, sollen wir jetzt noch anfangen, Stellen in Krankenhäusern zu finanzieren? Und insofern gibt es eine wichtige Innovation in dem Sozialbereich, die in der Frage oder in diesem ständigen Kampf zwischen den unterschiedlichen Institutionen, wie die Kosten des Sozialstaats verteilt werden, nicht umgesetzt werden kann. Da muss man ran. Ich hoffe auf Reformen in der nächsten Legislaturperiode, um solche niederschwelligen Hilfen besser zu ermöglichen. Eine zweite Geschichte, was schiefläuft. Ich meine, wir haben als Caritas, lassen wir regelmäßig untersuchen, wie groß ist der Anteil der Kinder, die in der Schule feitert, also die Schule nicht mal, also die Schule verlässt, ohne wenigstens einen Hauptschulabschluss zu haben. Dieser Anteil streut enorm und es gibt Kreise, da scheitert jedes 50. Kind in der Schule und es gibt Kreise, da scheitert jedes 10. Kind in der Schule. Wir haben das untersuchen lassen, das liegt jetzt nicht am Ausländeranteil zum Beispiel. Da könnten Sie nämlich nicht erklären, warum diese Werte besonders schlecht in den neuen Bundesländern sind. Aber sie streuen auch enorm. Also ich habe mir jetzt leider nicht Osnabrück, was jetzt ein Versäumen ist, hätte ich nachgucken sollen. Ja, aber Heidelberg hat 2%, eine Universitätsstadt, Freiburg, auch eine Universitätsstadt, hat 6%. Da sollte man wenigstens hingucken. Denn
Natürlich haben wir dann auch teure Übergangssysteme, die dann auch wieder Jugendlichen, die in der Schule gescheitert sind, dabei unterstützen, irgendwie doch noch einen Hauptschulabschluss zu machen. Aber wir sollten ja doch eigentlich gucken, dass das Regelsystem Schule, wo ja auch gute Strukturen da sind, dass die diesen Job packen. Und ein dritter Punkt, wir haben das Prinzip Fördern und Fordern eingeführt 2005. Ja? Und naja, also die Arbeitsmarktsituation ist ja auch deutlich besser, das ist also eine erfreuliche Entwicklung, aber wir haben mittlerweile einen sehr verhärteten Kern von Langzeitarbeitslosigkeit und wir haben auch Menschen, die mit den besten Bemühungen der Jobcenter nicht fit gemacht werden für den ersten Arbeitsmarkt. Ja, ich glaube, wir müssen irgendwie nachdenken über eine Art von sozialer Arbeitsmarkt für eine eng begrenzte Zielgruppe, um auch Leuten irgendwie Teilhabe zu ermöglichen, die es nicht schaffen oder aufgrund psychischer Belastungen oder Erkrankungen nicht in der Lage sind, in dem heutigen Arbeitsmarkt mitzuhalten. Könnten wir jetzt an ganz vielen Stellen ansetzen, überlasse ich gleich Ihnen. Mich reizt nochmal die Frage der Einkommens- und Vermögensverteilung, die ja im Moment aufflammt, auch aus aktuellem Anlass. Ich habe also heute noch in der Aktuellen Zeit irgendwo gelesen, dass warum man eigentlich bei den Spitzenfußballern nicht mal nachfragt und nur bei den Spitzenmanagern. Und man mag diesen Sport ja lieben, ich tue das auch wohl, aber die Frage ist ja berechtigt. Bei Ronaldo hat man ausgerechnet, dass der über das 3000-fache eines normalen portugiesischen Gehaltes hat, das kann der, und bei den Steuern ist er ja auch nicht so ganz gut dabei, konnte man ja zur Jahreswende lesen. Da werden ja auch viele Modelle entwickelt. Also wenn wir diese Fragen stellen, sind wir dann sofort in einer sozialen Debatte, sind die berechtigt, die Fragen? Ist das eine Bedrohung für den sozialen Ausgleich, auch für eine demokratische Gesellschaft, wenn die Dinge zu sehr auseinander gehen? Und es gibt ja mittlerweile scheinbar auch wissenschaftliche Untersuchungen, die darauf hinweisen, wenn die Ungleichheit zu groß wird, dann ist es auch ein Hemmnis für die wirtschaftliche Entwicklung eines Gemeinwesens. Gut, also die gibt es. Es gibt natürlich da auch einen heftigen Streit unter den Ökonomen, der teilweise allerdings auch eine konfessionelle Komponente hat. Ja. Aber klar, wenn die Einkommensspreizung zu breit wird, ist es für eine Ökonomie, die ja irgendwie auch auf Massenkaufkraft angewiesen ist, nicht gut. So, jetzt zur Vermögensverteilung muss man einfach sagen, die Datenlage ist hundsmiserabel schlecht. Ja, wir wissen nicht so richtig, ob die Vermögensverteilung ungleicher geworden ist oder nicht. Indizien sagen eher, ja, ein Teil der Leute sagt, sie ist eher eigentlich auf einem hohen Niveau konstant ungleich geblieben, jedenfalls in Deutschland. Ich meine, ich sag mal, was mich umtreibt, ist eigentlich, dass wir erreichen, dass, und das wäre für mich auch eine Priorität, die vor Steuererhöhungen käme, dass wir Steuergerechtigkeit durchsetzen. Da gibt es sicher Länder, die schlimmer sind, aber okay. Ja. Das andere ist mit den Managergehältern. Ja, man kann sich ja überlegen, ob man den steuerlichen Abzug dann irgendwie begrenzt. Ja. Da ist auch einiges aus dem Ruder gelaufen. Man muss natürlich sagen, ein besonders vorne dran, das ist ja schon interessant, warum, ich weiß es nicht. Ich bin ja Niedersachsen, also besonders vorne dran in dem Durchstoßen aller Decken, was die Managergehalte angeht, war just der Konzern, der stark durch die Mitbestimmung gesteuert wird und 25% Kapitalanteil bei einer Landesregierung hat. Ja, da hatten wir also Managergehälter von 17%, während es also Vorstandsvorsitzende von Chemieweltfirmen gibt, die das für ein Schnäppchen von 3 Millionen machen.
Ja, so. 17 Millionen meinen Sie gar nicht. 17 Millionen, nein, 17% des Umsatzes wäre jetzt ein Bonus, den auch VW nicht zahlen würde. Also, okay, ja, nein, Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Ja, so, hätte ja vielleicht nicht sein müssen. Ja. Ich will noch was sagen zur Vermögensverteilung. Ja, die ist ungleich. Sie ist in Deutschland aus zwei Gründen besonders ungleich. Wir haben ein geringes eine deutlich geringere Immobilienquote als andere Länder. Also wir haben einen deutlich höheren Anteil von Menschen, die zur Miete wohnen. Auch weil wir einen einigermaßen funktionierenden Mietmarkt haben. Das schlägt sich nieder in der Vermögensverteilung. Und wir haben in Deutschland starke Familienunternehmen. Ich finde, die kann man auch richtig Erbschaftsbesteuern und so weiter. Aber es sind Familienunternehmen. Und wenn dieses produktive Vermögen der Familienunternehmen nicht diesen Familien gehören würde, sondern in Fonds gestreut würde, wäre die Einkommensverteilung gleicher. Ob wir uns aber so richtig wünschen, dass diese ganzen Familienunternehmen nicht mehr diesen Familien gehören, sondern irgendwelchen internationalen Fonds, weiß ich auch nicht. Ja, also bin ich unsicher, ob das so toll wäre. Ja, also klar, eine vernünftige Besteuerung und eine Durchsetzung von Besteuerung. Ja, und da kommen wir an einen Punkt, wo wir eben sehr stark auf internationale Zusammenarbeit angewiesen sind, weil der Steuerwettbewerb ist extrem groß. Ja, und wir hatten ja auch Steueroasen wie Luxemburg und so weiter. Ja, ich schaue auf die Uhr, es ist Viertel nach acht. Wir wollen unser Versprechen einhalten. Bis hierher erstmal herzlichen Dank für Ihre Botschaft. Das Wort geht an Sie. Es sind genügend. Wir sind ja so ein bisschen in dieser Dreiergliederung geblieben. Es sind genügend Fragen aufgeworfen worden. Wir fangen mal an, Ladies first, und dann gehen wir einmal rum und landen dann bei Gerrit Schulte. Bitte. Ich wollte gleich direkt fragen zu dem, was Sie zum Schluss gesagt haben. Was verstehen Sie denn bitte unter einer vernünftigen Besteuerung? Was eine vernünftige Besteuerung ist. Ja, das ist natürlich nicht, Sie haben völlig recht, das ist keine besonders spezifische Auskunft. Ja. Wir hatten höhere Spitzensteuersätze. Ja. Ob es allerdings klug wäre, zu einem Spitzensteuersatz von 55% oder 54% zurückzukehren, weiß ich nicht. Ich glaube, nachdem man jetzt die Zusammenarbeit bezüglich der Vermögenserträge oder der Kapitalzinsen verbessert hat, müsste man die Privilegierung über die Abgeltungssteuer nicht mehr machen. Das kann man sich jedenfalls überlegen, ob man das aufhört. Ich glaube, dass Steinbrück recht hatte, damals, dass 25% von etwas mehr ist als 40% von nichts. Aber heute ist die Situation anders. Ich kann mir eine höhere Erbschaftsbesteuerung vorstellen. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, das Dienstwagenprivileg abzuschaffen. Ja. Ich kann mir von mir aus auch eine moderate Einkommenssteuererhöhung vorstellen. Ich denke aber auch, dass es Einkommensgruppen gäbe, die man eigentlich steuerlich entlasten müsste. Also zum Beispiel zahlen auch Familien im Niedrigeinkommensbereich über die hohen Verbrauchssteuern, auch die Verbrauchssteuern auf Alltagsgüter, natürlich auch sehr viel Steuern. Und also die Leute so an der unteren Mitte leiden unter der kalten Progression deutlich stärker als die Leute oben. Also wir reden nicht immer nur über Erhöhung. So, das kann man alles tun. Was ich nur finde ist, man muss realistische Erwartungen haben, was wir da bekommen. Also es gibt eine Schätzung einer wissenschaftlichen Kommission der Heinrich-Böll-Stiftung mit hochkarätigen Finanzwissenschaftlern haben gesagt, wenn man das so macht, was realistisch ist, 20 bis 40 Milliarden. Alles Dinge, die jedenfalls die Partei, zu der die CDA gehört, nicht will.
ja, dann würde man 20 bis 40 Milliarden mehr bekommen. Ich halte den unteren Wert für realistischer als den oberen Wert. Dann kann man natürlich sagen, 20 Milliarden sind sehr viel Geld, um was Gutes zu tun. Ja? So, jetzt müssen wir diese 20 oder von mir aus auch 40 Milliarden in Relation setzen zu den etwa 1300 Milliarden, die wir im Bereich Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherungen ausgeben. Und dann zeigt sich einfach, wir beamen uns nicht in eine andere Welt. Ja, das heißt nicht, dass man über Steuerpolitik nicht reden sollte, ja, aber die Dinge sind von den Wirkungen her nicht was völlig anderes, als was wir heute haben. Was halten Sie denn von dem Grundeinkommen? Ja, das ist eine hochkomplexe Frage. Dann wären alle Probleme mit den Subventionen vom Staat von vorne also, weg. Gut, die Frage ist, was ist weg? Jeder hat einen Anspruch auf ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und stattdessen gibt es, sagen wir mal, kein Hartz IV, d'accord, auch keine Arbeitslosenversicherung. Soll es eine Rente geben? Gibt ja neue Erwerbsarbeit nebenher. Okay, aber die Frage ist, es ist eine staatliche. Es gibt denn ja auch keine Armut mehr, ne? Die Frage ist, wie hoch ist das bedingungslose Grundeinkommen? Also Herr Strauper, ein Ökonom in Hamburg, der ein vehementer Vertreter des bedingungslosen Grundeinkommens ist und von allen Anhängern des bedingungslosen Grundeinkommens nach vorne gehalten wird, weil er sagt, auch Ökonomen sagen, das geht, will ein bedingungsloses Grundeinkommen von 800 Euro, von dem Sie dann noch 200 Euro für die Krankenversicherung zahlen. Das wäre dann unter Hartz IV. Und dafür will er den Sozialstaat abschaffen. So. Also Hartz IV für alle und Abschaffung des Sozialstaats wäre sehr wahrscheinlich mehrheitlich in der CDA schwer durchzusetzen. So. Jetzt kann man höher gehen. Ja? Wenn man höher geht, dann ist allerdings natürlich das Finanzierungsproblem auch deutlich größer. Ja? Und Sie müssen jeden Euro, der verdient wird, von Anfang an hoch besteuern. Mit 50, je nach Modellen, 50, 60 oder 70%. Ja, und das heißt, Sie müssen natürlich dann auch gucken, dass Sie die Schwarzarbeit unter Kontrolle halten, weil in einem System bedingungsloses Grundeinkommen mit sehr hohen Steuersätzen vom ersten Euro natürlich Schwarzarbeit sehr attraktiv ist. So, jetzt gibt es Leute, die andere Positionen haben, da müsste man sich jetzt mit mehreren Leuten streiten. Ich schließe nicht aus, ich habe mein Hirn da nicht abschließend sortiert, sollten wir in eine Situation kommen, ja, wo sich die Produktion von der menschlichen Arbeit abkoppelt, was so in längerfristigen Digitalisierungsfantasien diskutiert wird, dann wäre die Situation nochmal eine andere. Momentan haben wir die Situation, denke ich, nicht. Bedingung ist natürlich auch für die Finanzierung des bedingungslosen Grundeinkommens, dass wir alle genauso fleißig bleiben, wie wir bisher waren. Ich würde ganz gerne nochmal auf den Anfang Ihres Vortrags zurückkommen, auf die Frage, was ist denn Armut? Sie haben da zwei Grenzen genannt, eine von 1000 Euro plus minus 50 Euro und einmal die Grenze von Hartz IV, beides auf eine alleinlebende Person bezogen. Wenn ich die Hartz IV-Sätze betrachte, dann bin ich aber von diesen 1000 Euro in aller Regel weit entfernt. Hartz-IV-Empfänger bekommt 400 Euro plus dem, was die jeweilige Kommune denn für eine angemessene Miete hält. Das bewegt sich irgendwo zwischen 300 und maximal 500 Euro. Das heißt, als Hartz-IV-Empfänger erhalte ich maximal 800 bis 900 Euro. Es gibt eine Diskrepanz je nach Satzform. Nein, die Hartz-IV-Werte liegen unter, in aller Regel unter der Armutsrisikoschwelle. Das ist so. Gut. Aber unser Vater Staat meint ja nun, Hartz IV sei das, womit man minimal leben könne. Das hatte ich jetzt so spontan gedacht, das könnte eine Armutsgrenze sein. Ne? Na gut, ich sage ja, das kann man auch als Armutsgrenze nehmen. Der 60%-Wert ist erstmal eine statistische Konvention. Jetzt könnten Sie sagen, naja, nehmen wir diese statistische Konvention als Hartz IV-Satz. Ja. Gut. Dann müssten Sie allerdings auch sagen, es darf kein BAföG unter diesen 950 oder 1050 Euro geben. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ja.
Also ich würde mal sagen, also und dieser Hartz-IV-Satz ist ja gerechnet von einem Statistikmodell, wo das Ausgabenverhalten von 15% der Einkommenserzieher unmittelbar nach oberhalb der Transferzieher berechnet ist. Ja, also quasi davon ist das abgebildet. Ich glaube, ich meine, es ist ja auch unser Vorschlag, den Hartz-IV-Satz zu erhöhen um 60 bis 80 Euro. Ja, wir hätten dann noch ungefähr 800.000 Empfänger ergänzender Hartz-IV-Leistungen mehr. Ja, ich würde aber das nicht von einer statistischen Norm, Konvention ableiten, sondern von einer Berechnung, wie wir das irgendwie im Statistikmodell tun und das vielleicht etwas großzügiger ausgestalten. Gerne, Entschuldigung. Will ich rein. Ich versuche eine Liste zu führen und alle im Blick aus. Ja, zunächst mal schönen Dank. Ich habe Ihr Buch mit Interesse gelesen, auch mit Freude, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Sie auch an vielen Stellen wirklich gut formulieren. Das ist für einen Volkswirtschaftler ja nicht selbstverständlich und auch verständlich. Also man kann das Buch wirklich auch gut lesen und man kann es auch weiterempfehlen, vielen auch, die sich einfach für die Frage interessieren. Jetzt haben Sie aber eben gesagt, wir hätten auch einen relativ funktionierenden Wohnraummarkt, eine relativ funktionierende Wohnraumversorgung. Ich sage mal im Vergleich zu anderen Ländern mit einer höheren, Immobilienquote. In Ihrem Buch sagen Sie nämlich, dass in diesem Abschnitt ist es öffentliche Verantwortung und so weiter, dass es wichtig sei, zusätzlich zum freien Markt beim Thema Wohnraum auch eine staatliche Wohnraumversorgung, Planung zu installieren oder wieder zu gewinnen oder zu behalten. Wir sind hier in der Diözese ja mit einer Wohnrauminitiative sehr stark in diesen Fragen im Moment involviert, bekommen sehr viel Zuspruch auch von Städten und Gemeinden. Franz Loth kann da mehr zu sagen noch als ich. Aber meinen Sie nicht auch, dass der freie Markt eben doch kein Allheilmittel ist, um soziale Probleme zu lösen? In der Wohnraumsituation haben Sie es ja selber angesprochen, aber ich glaube, es gilt auch für andere Bereiche wie die Pflege und viele andere Dinge. Ja, aber jetzt, da müsste ich was zu Märkten sagen. Also, ich sag mal, nicht gelenkte und freie Märkte gibt es eigentlich nur in schlechten Lehrbüchern. Also alle Märkte sind in irgendeiner Weise gestaltet. Ja. Und in der Tat, als ich vorhin sagte, wir haben eine deutlich niedrigere Immobilienbesitzquote, weil wir eben auch einen, sagen wir mal, einigermaßen funktionierenden Mietmarkt haben, weil das eine generelle Aussage auch im Vergleich zu anderen Ländern, die eben deutlich höhere Immobilienanteile haben. Es war meines Erachtens ein Fehler, dass man so das Gefühl hatte, die Zeit des sozialen Wohnungsbaus ist vorbei. Ja? Und wir müssen in Ballungszentren was für den sozialen Wohnungsbau tun. Wir müssten eigentlich, finde ich auch, es ist schwer, aber ich sage es trotzdem, die Bedingungen der Förderung des sozialen Wohnungsbaus so ändern, dass die Wohnungen mit Sozialbindung nicht immer wieder aus der Bindung rausfallen, ja, was eigentlich ja dann nur funktioniert, wenn man immer ständig weiter baut. Das tut man zur Zeit, aber wir bräuchten auch, glaube ich, ein Konzept für sozialen Wohnungsbau oder Wohnungsmarkt, wenn es diese Expansion nicht gibt. Ich will aber dazu sagen, ich sehe noch zwei weitere Probleme. Also wir müssen die Frage der jeweiligen Auflagen im Griff behalten. Ja? Wenn man dann eben sagt, 1,5 Stellplätze müssen da im Keller sein, dann werden eben die Kinderzimmer verdammt klein. Ja? Und einen großen Punkt sehe ich in dem Abschottungsegoismus der Leute, die davon wohnen. Ja? Ich verstehe ja, dass man sich für Umweltschutz einsetzt, ja? Aber wenn man jeden Maisacker am Stadtrand zum Naturschutzgebiet erklärt, oder ich wohne in einem Dorf südlich von Freiburg, wo man von jedem Haus 7 Minuten Fußweg in der freien Natur ist, ja, trotzdem gibt es einen Riesenaufstand, um irgendwie Wohnflächen für Familien zu erschließen. Ja, der Gemeinderat hat seit Jahren ein klares Konzept,
dass auch in einer Begrenzung der Baupreise für Familien anzubieten und die Realisierung eines solchen Projekts verzögert sich um 5, 8 oder ich weiß nicht was, 10 Jahre. Ja. Und die Leute haben dann immer auch noch das Gefühl, weil sie irgendwelche Apfelbäume retten, ja, fest da den Platz an der Seite des Guten gebucht zu haben. Ja. Und das, finde ich, muss man auch ansprechen. Thomas Unkraut. Herr Professor Krämer, wir hatten vor einigen Wochen die Möglichkeit, mit Bernhard Bußmann zu sprechen, als Karitas in Niedersachsen, der aus seiner kommunalpolitischen Tätigkeit berichtete, dass er sich dort immer einsetzen wollte für eine ältere Dame im Kittel, die beim Sozialamt bekannt war, aber die keine Hilfe annehmen wollte. Was machen wir mit Menschen, die von Altersarmut, die durch Altersarmut gefährdet sind, wenn die diese Hilfen nicht annehmen wollen? Was versagt da? Was macht man dann? Gut, ich weiß nicht, in welchen Bedingungen die Dame lebt. Es kann sein, dass sie ja, ein Einkommen unterhalb des Grundsicherungsniveaus hat, mit der sie zurechtkommt und Hilfe einfach nicht annehmen will. Ja, ich weiß nicht, ob sie in einer desperaten Situation lebt oder, ja. Klar, ich meine, der Sozialstaat sollte nicht einfach die Achsel zucken und sagen, wer keinen Antrag stellt, ist schon bedient. Ja, das würde ich nicht sagen. Ja. Aber natürlich ist es ein schwieriges Spannungsverhältnis zur Autonomie dieser Person. Ich weiß es nicht. Also man kann ihr ja, also man muss natürlich, die muss natürlich der Gewährung einer solchen Hilfe zustimmen. Ich weiß nicht, wie man das sonst machen soll. Sie wird nicht in einer Situation sein, dass man sie legitimerweise entmündigen kann. Ja. Was der Ruf zu schlecht von Hartz IV ist, deswegen die Scham so groß, Leistung anzunehmen, ist ganz generell. Also wir sprechen ja jetzt, hier ist eine ältere Dame, wir sprechen ja hier nicht über Hartz IV, sondern wir sprechen über Grundsicherung im Alter, die hat, glaube ich, einen weniger schlechten Ruf. Ja. Aber es gibt Leute, die Grundsicherung nicht wollen. Die sagen, ich bin davon unabhängig. Ja. Oder ich gehe nicht aufs Amt. Natürlich muss man was tun, dass das Bild dieser Ämter besser wird, ja, und dass dieser Stigmatisierungspunkt bekämpft wird. Das Problem ist, ich fand die Zusammenlegung und finde sie weiterhin, den Grundgedanken der Reform der Agenda 2020, die Zusammenführung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe sinnvoll. Also zumindest die Überführung der alten Sozialhilfe, der Sozialhilfeempfänger in das System der Arbeitsverwaltung war auch eine Forderung der Caritas Armutsstudie von 1992. Diese Reform ist aber eingeführt worden gleichzeitig mit einem verbalen Arbeitslosen-Bashing, was damals auch stark eigentlich in beiden großen Parteien en vogue war, ja, auch bei der SPD oder dem damaligen Arbeitsminister. Ja. Und das hat natürlich den schlechten Ruf befestigt. Ja. Jetzt darf man nicht so tun, als wären alle Jobcenter-Mitarbeiter böswillige irgendwie Sadisten. Das ist natürlich Quatsch, aber es gibt auch einen Teil von Praktiken, die eben sehr stark, ja, bevor sie beraten, erstmal den Sanktionsknüppel zeigen, die dieses schlechte Bild mit befördern. Und daran muss man ran. Ja. Und ich glaube, diese Verfestigung dieses Bildes ist so stark, dass ich plädieren würde, also die Unterstützung von Kindern jedenfalls aus diesem System rauszunehmen. Anna Schildmann. Es ist ja sehr komplex, die Beziehung Rentenversicherung und Grundsicherung im Alter oder wenn man an den Stellschrauben was ändern möchte. Ich wäre ja dafür, auch vor dem Hintergrund dieser Mindestlohngeschichte, 8,84 Euro ist einfach viel zu niedrig, um im Alter, wenn ich immer auf dem Niveau arbeite, eine auskömmliche Rente zu haben. Eigentlich müsste ja der Mindestlohn wenigstens bei 12 Euro, 12,50 Euro liegen, um halbwegs klar zu kommen. Aber wäre es nicht sinnvoller, dass man eine auskömmliche Grundrente in das System einrechnet und stattdessen auf Grundsicherung im Alter verzichtet?
Da haben Sie vorhin angeführt, das wäre zu komplex, weil dann ja das nicht aus den Beitragszahlungen aufgebracht werden könnte, sondern das würde auch Steuer alleinig schaffen. Aber Steuer wendet ja für die Grundsicherung auch letztlich was auf. So gesehen könnte man das ja errechnen, was die Steuerquote wäre, dass man nur für dieses Modul was einbringt. Weil ich finde das sehr kompliziert, das wurde ja vorhin schon angesprochen, dass Menschen zum Amt gehen müssen. Und wenn ich einen Rentenbescheid kriege, und da ist gerechnet worden und da bin ich unter einer bestimmten Quote, dann kriege ich eben diese Grundrente. Das würde doch manchen vieles vereinfachen und wäre doch auch gerechter, denke ich, auf Dauer. Wir sind uns ja alle mit dem Plan, dass 8,84 Euro nur zwei Drittel eines Rentenpunktes sind. Dann müssen wir nämlich schnell versichern, von 12,60 Euro sprechen, damit überhaupt ein Rentenpunkt erreicht wird und dieser Lohn gezahlt wird. In dieser ganzen Debatte Mindestlohn sage ich, haben alle den Fehler gemacht, dass sie schon eine Summe genannt haben. Das ist egal, wenn die Regierungsverantwortung übernommen hat, gesagt, die Gewerkschaften wollten ja gar nicht mehr. Am Anfang 7,50 Euro anschließend 8,50 Euro. Das war schon ein entscheidender Fehler in der Politik, sage ich mal, durch die Gewerkschaften und Verbände. Für mich bedeutet das also, die Altersarmut ist vorprogrammiert. Es gibt ein Rentenmodell der katholischen Verbände, ich weiß nicht, haben Sie sicherlich auch schon was von gehört, wo wir von einer Sockelrente sprechen, von einer zweiten Stufe dann und von einer dritten Stufe. Was meines Erachtens die Geschichte schon ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern ganz gewaltig entschärfen könnte. Weil was heute passiert, wenn Sie sagen, also junge Leute, Ausbildung, dies und jenes, ja, was passiert denn mit den jungen Leuten heute nach der Ausbildung? In der Regel kriegen sie einen Zeitvertrag. Und der, nicht nur einen Zeitvertrag, sondern auch noch Teilzeitbeschäftigung. So, das heißt, die Berufsbiografie fängt also schon ganz gewaltig hinten an. Heute werden also aus meiner Ansicht nach gestern noch im Fernsehen zu welchen Sendungen reingeschaut. Nicht ganz mitbekommen, aber so der Eindruck entstand, so Zeitarbeitsverträge werden heute genutzt, um die 6-monatige Probezeit auf 2 Jahre zu verlängern. Und dann sage ich immer, wenn der Personaler nicht nach 6 Monaten weiß, ob der Mitarbeiter zu ihm passt, ist er am verkehrten Stelle, nicht der Mitarbeiter. Weil das muss ich in der Zeit hinkriegen. Sonst ist mein System, Personalwirtschaft zu betreiben, hinkt da ganz gewaltig. Und das sind also die Geschichten, die mich so ein bisschen umtreiben, weil ich also sage, das Modell der Verbände, ist gerechnet worden von Karl-Josef Laumann, unser Bundesvorsitzender, als er noch Arbeits- und Sozialminister Nordrhein-Westfalen war. Von Professor Sinn, der sicherlich nicht Arbeitnehmerfreund ist und sagt, das Ding ist rechenbar und verfassungsrechtlich auch richtig, aber keiner packt es an, weil man Angst hat, das umzusetzen. Und in der Versicherungsbranche gibt es ja auch das System, dass man sagt, den einen Tarif mache ich zu und mache den anderen auf und dann weiß ich, was passiert. Ich habe aber so ein bisschen Angst, dass wir sagen, wir haben es verlernt, wer hat es mal gesagt, aber man reißt es immer im Kontext, das war glaube ich Schmidt, der gesagt hat, wer Visionen hat, wer gehört zum Krankenhaus oder die Irrenanstalt oder so. Nur zum Arzt. Oder nur zum Arzt. Nur zum Arzt. Der erste Weg ja schon dahin. Der erste Weg ja schon. Ich sage mal, wenn wir heute in der Politik keine Vision mehr haben dürfen, wie wollen wir denn unsere Probleme, die Sie beschrieben haben, dann auch lösen? Wenn wir den Leuten von vornherein sagen, naja, wir machen hier ein bisschen Flickschusterei, erhöhen die Rente um so 2%. Und Punkte dann nach dem Motto, dass die Leute ein bisschen zufrieden, wenn sie ein paar Euro mehr in der Tasche haben, dann, genau wie Sie sagen, dann wird die Ungerechtigkeit, die wir in der Lohnschere heute haben, in der Rentenschere dann auch wieder da. Der besser bekommt, der die bessere Rente bekommt, kriegt dann hinterher auch wieder 2% mehr, der die kleine Rente bekommt, kriegt auch zwar auch 2%, aber gering. Sie schätzen also diese Überlegung eines Rentenmodells, wie die katholischen Verbände das anstreben, realisierbar. Und in dem Zusammenhang, das, was vorhin angesprochen wurde, bin ich immer noch nicht weg vom Thema garantiertes Grundeinkommen. Da gibt es verschiedene Rechenmöglichkeiten. Ich würde mit dem Grundeinkommen für Kinder anfangen, um alles bündeln und dann für armen Familien auch eine Stärkung zu geben. Gut, also beim Grundeinkommen für Kinder reden wir über eine Kindergrundsicherung. Ja, so. Die kann man einkommensabhängig machen oder nicht einkommensabhängig. Also ich rate Ihnen, versprechen Sie erstmal die einkommensabhängige Kindergrundsicherung und rechnen Sie. Die wird schon relativ teuer. Die sollte man machen. So, jetzt ist ja die Frage, können wir uns über eine Mindestlohnpolitik aus dieser Problematik selber aus dem Sumpf ziehen? Die brauchen, damit es eine nach einer langen Berufsbiografie, die auf eine Rente oberhalb der Grundsicherung kommen, einen Mindestlohn, der über 12 Euro liegt. So. Jetzt kann man ja sagen, machen wir den Mindestlohn auf 12 Euro. Das nützt aber nur denjenigen etwas, die nach Festsetzung dieses Mindestlohns ihren Job behalten. So.
die nicht behalten, erwerben keine Rentenpunkte. Jetzt haben wir einen bundeseinheitlichen Mindestlohn. Ich hatte vorgeschlagen, aber den Mindestlohn nach Ost und West zu differenzieren. Ja. Das ist aber politisch nicht machbar. Ja. Das heißt, der Mindestlohn, den wir festsetzen, muss auch tragen in Mecklenburg-Vorpommern und entlang der polnischen Grenze. Da sind Sie in einer anderen Situation. Also glaube ich nicht, dass man den Mindestlohn danach festsetzen kann, was sozial erwünscht ist, sondern man muss den Mindestlohn danach festsetzen, was der Arbeitsmarkt verkraftet. Selbst wenn wir die 12 Euro haben, hätten wir immer noch Leute, also zum Beispiel ein Flüchtling, der mit 40 hier kommt und irgendwie nur noch 27 Berufsjahre hat, selbst wenn er die ununterbrochen macht, wunderbare Integrationsgeschichte, bräuchte auch wieder was drauf. So, jetzt sind wir bei der Frage, kann man das nicht über das Rentensystem machen? Die Frage ist, will man es bedarfsgeprüft machen? Oder will man es nicht bedarfsgeprüft machen? Wenn man es nicht bedarfsgeprüft machen will, gilt die Mindestrente auch für Menschen, die dann mit einem besser situierten Partner zusammenleben oder die Vermögen haben oder die ein Haus haben oder sonst was. Das kann man natürlich tun, aber dann wird das ganze System deutlich teurer. Ja, das ist der Punkt, also ich hätte sogar gewisse Sympathien, dann am Schluss die Auszahlung im Rentensystem zu machen. Ja, ich sehe aber nicht, wie wir an solchen Transfersystemen von irgendeiner Form von Bedarfsprüfung wegkommen. Die jetzige Regelung, dass man alles erstmal wegverbrauchen muss, bis man bei 5.000, bisher 2.600 Euro seit 1. April 5.000 Euro ist, halte ich zu hart, aber wegzukommen von jeglicher Bedarfsgeprüftheit halte ich für schwierig. Und über das bedingungslose Grundeinkommen müssten wir uns sehr wahrscheinlich gesondert streiten. Das ist, ja. Ja. Moment mal, also Sie sagen, dann würden Leute begünstigt, die ohnehin schon besser gestellt werden. Aber die Rente ist ja ein Solidarsystem. Ich bin zum Beispiel so ein Fall, ich bin erwerbstätig, bin aber verwitwet. Ich bin sowas von solidarisch, dass ich keine Witwenrente sehe, schon über 10 Jahre. Da wäre ja der Umkehrschluss dann gegeben. Also das kann ja so nicht richtig sein. Da muss ich auch solidarisch insgesamt im System sein. Und da, wir wollen ja gerade auch, dass der Mittelstand sich solidarisch zeigt. Aber dann darf er doch auch auf der anderen Seite, wenn er während dieser ganzen Beitragsentrichtungsphase sich solidarisch verhält, kann man doch dann auch erwarten, dass er dann die Solidarleistung auch wieder refinanziert bekommt. Und es ist doch letztlich so, wenn ich im Alter auf Unterstützungsleistungen angewiesen bin und ich habe zum Beispiel eine Immobilie, dann bringe ich die ja auch ein. Das heißt, um meinen Heimplatz zu bezahlen oder so. Erst wenn Sie pflegebedürftig werden. Nicht, wenn Sie Grundsicherung brauchen. Eine selbst benutzte Immobilie dürfen Sie auch nutzen. Ja, das ist schon richtig, aber ich finde, das ist... Aber Sie würden sagen, die Unterstützung sollte unabhängig davon sein, ob Sie mit einem gut situierten Partner verheiratet sind oder zusammenleben oder nicht? Also dann kann wegen meiner und Ehren haben Ehegattensplitting gegründet werden, weil die Erwerbsbiografie verändert sich. Die jungen Frauen sind alle gut ausgebildet, die gehen alle in das Berufsleben rein und die wollen auch berufstätig bleiben, das Gros. Und von daher macht ein Ehegattensplitting da nicht mehr so viel Sinn. Da wäre ich eher bereit dran zu gehen als hinterher. Sie müssen ja auch sehen, was für ein Aufwand diese ganze Kontrolliererei ist. Sie können ja Leute beschäftigen, noch und nöcher, wenn Sie das denn immer bedarfsabhängig prüfen wollen. Wollen wir das denn wirklich? Da können Sie natürlich auch wieder Arbeitsplätze schaffen. So kann man natürlich auch... Ja, das ist klar. Nur, ich sag mal, wir müssten jetzt in Berechnungen reinsteigen, in denen wir sehr rasch in Beträgen von Dutzenden von Milliarden sind, ja, die sich auch im demografischen Wandel kumulieren. Also, aber das ist natürlich ein Streit. Ja. Ich habe also jetzt plädiert für eine deutliche Besserung der Grundsicherung im Alter. Ja. Es gibt Leute, die sagen, weg mit der Grundsicherung, alles besser im System. Aber das ist eine Auseinandersetzung.
Sag Kemmer, Sie haben gerade oder auch im Plenum kamen die Werte an Mindestlohn, Grundsicherung, was haben wir sonst noch, Mietzuschüsse und sowas alles. Das heißt, wir haben überall irgendwelche Mindestsätze eingeführt. Bloß unser System funktioniert ja auch so in der freien Marktwirtschaft oder in der sozialen Marktwirtschaft, dass wenn Mindestgrenzen geschaffen werden, zum Beispiel das Wohngeld wurde zum 01.01.2016 angehoben. Da wollte man ja was Gutes tun, dass eben halt Bedürftige mehr dann auch bessere Wohnungen bekommen oder mehr Wohnungen dann für Bedürftige zur Verfügung stehen. Was ist passiert? In ganz Deutschland sind alle Vermieter hingegangen und haben ihre Mieten nach oben hingebracht, zum überwiegenden Teil. Ja. Wann war die Erhöhung? Ich glaube zum 01.01.2016. Die Wohngeldanteile, die sie bekommen, wenn sie Ansprüche haben, angehoben wurden. Das war bei der letzten Wohngelderhöhung das Gleiche, dass die kommunalen Spitzenverbände sagen, es hat überhaupt nichts gebracht, das ist nur Mitnahmeeffekt für die, die letztendlich vermieten. Das hat erstaunlicherweise ist nur, wenn die Wohnungseigentümer aufgrund der Knappheit der Wohnungen also höhere Mieten verlangen können, warum sie immer denn auf die Wohngelderhöhung warten, weil das betrifft, es gibt ja auch sehr viele Mieter, die kein Wohngeld bezahlen. Also die Frage ist, es klar, wenn man, also, oder ich würde insofern recht geben, wenn man also allein in den Wohngeldtransfer investiert und nicht auch das Wohnungsangebot erhöht, hat man so eine Bewertung. Das heißt also, diese Mindestgrenzen, die irgendwo gesetzt werden, werden schnell auch vom Markt aufgefressen. Das heißt, es wird dem Bedürftigen, kommt es dem nicht zugute, dass sich was verbessert. Also verändert sich nichts an dem Armutsgefühl. Also wenn man die Hartz-IV-Sätze 80% erhöht, ist eine Steigerung von ungefähr 80 Euro natürlich, 80 Euro, also irgendwie Prozent, ja, hatte ich vorher eben den Bonus von 17% eingeführt bei VW. Also wenn man die Hartz-IV-Sätze 80 Euro erhöht, ist das eine Erhöhung um 20%, das hätte nicht entsprechende Effekte auf den Gütermarkt. Also es würde die Leute doch besser stellen. An der Stelle sicher. Teilweise ja, aber in anderen Bereichen wird es aber schnell wieder abgefrühstückt. Ja, also Mindestgrenzen. Günther. Ja, Herr Professor Krämer, wir haben uns jetzt eine ganze Zeit mit dem Thema Altersarmut beschäftigt. Diese Gruppe ist ja gar nicht so groß, wie Sie sagen, 3% beziehen Grundsicherung. Ich war heute Nachmittag beim runden Tisch Kinderarmut und würde ganz gerne das Thema noch mal auf eine andere Gruppe fokussieren wollen. Zumal das eine nennenswerte Gruppe ist, auch hier in Osnabrück haben wir einen Anteil ungefähr von 1/5 der Kinder, die von SGB-II-Leistung leben müssen. Und nach meiner Überzeugung ist ja die beste Armutsprävention in Bildung zu investieren. Nun ist es andererseits aber so, ich engagiere mich auch in einem Verein, da ist Kinder in Not, wo wir Kinder versuchen, mit Schulmaterialien auszustatten, weil das, was derzeit staatlicherseits an Leistungen gewährt wird, nicht ausreicht. Es gibt ja 100 Euro für bedürftige Kinder, aber wir wissen ja, wenn Kinder eingeschult werden, wenn sie die Schule wechseln oder wenn der teure Taschenrechner angeschafft werden muss, dann ist das bei Weitem nicht ausreichend. Dann braucht man im Jahr auch schon mal 400 Euro. Und meine Frage wäre, ob es von Ihrer Seite Ideen gibt, wie man an der Stelle, an dieser Stellschraube drehen kann. Gibt es Initiativen auch des Deutschen Caritasverbandes, an diesem Satz etwas zu verändern? Ja gut, ich meine, es gibt zwei Ansätze. Also beide sind in der Debatte. Das eine ist, dass man solche Schulmaterialien, wenn sie trocken, also diese erwähnten teureren Geschichten, dann eben Kindern zur Verfügung stellt. Ja. Man kann es in den Regelbedarf für Kinder reintun. Ja. Wir haben ja die Situation, dass im Grunde wir in der Universitätsausbildung deutlich großzügiger sind als unten im Bildungssystem. Ja. Also, ja. Und also klar, ich meine, das Bildungs- und Teilhabepaket war immerhin ein Fortschritt, auch die Übernahme der Klassenreisen und auch der eintägigen Klassenreisen und so weiter. Das war ständiger Gegenstand des sozialen Monitorings zwischen den Wohlfahrtsverbänden und der Bundesregierung, gerade also solche
Fragen, die Sie jetzt angesprochen haben, quasi sehr, sehr im Detail. Aber gut, nein, ich meine, es ist in einer Situation, wo also ein ergänzendes privates Engagement jedenfalls nicht überflüssig ist. Was ist jetzt bei Leistungen, also die fest über den die Sozialstaat gegeben sein sollten, eigentlich nicht sein sollte? Ich habe, das geht ja heute den ganzen Abend, gesagt. Könnten Sie bitte etwas lauter sprechen? Ich habe auch Ihr Buch mit höchstem Interesse gelesen. Ich dachte nur, er ist Vertreter der Caritas und irgendwann muss es kommen. Bin ich kein Theologe und kein Volkswirt, aber irgendwie so dunkel ist auch immer die katholische Soziallehre so im Hinterkopf. Was mich wundert ist, dass in der ganzen Debatte, auch in Ihrem Buch, nie die Selbstverantwortung der Menschen mal dargestellt wird oder hervorgehoben wird. Es gibt an einigen Stellen, die im Recht deuten Sie das an, aber zum Beispiel bei den Alleinerziehenden. Da ist ja jetzt die Diskussion und auch die Änderung zum Unterhaltsvorschussgesetz. Da wird man ja wohl nochmal sagen dürfen, es gibt immer noch den Vater, wenn es eine alleinerziehende Mutter ist. Und warum, das BGB gibt es seit 1900, dort ist die Unterhaltspflicht geregelt, warum soll nicht der Vater auch mal stärker rangenommen werden, als er es jetzt vermittelt durch die Jugendämter, die das dann mühsam einziehen? Genauso bei der Grundsicherung. Im Moment gibt es in vielfachen Konstellationen in der Grundsicherung im Alter das Problem, dass Personen Vermögen angespart haben im Gestalt von Immobilienvermögen. Dieses Immobilienvermögen wird auch zu Recht legitimerweise in vorweggenommener Erbfolge an die Kinder übertragen, verschenkt, möglicherweise auch gekauft. Und dann, wenn die 10-Jahres-Frist vorbei ist, sodass man die Schenkung nicht mehr rückfordern kann, dann ist der Bezug von Grundsicherung beantragt. Und die Kinder sind quasi raus, sie haben ein Vermögen in einer sechsstelligen Höhe bekommen, aber müssen nicht mehr verpflichtend für ihre Eltern einstehen. Und das wäre doch zum Beispiel auch eine Möglichkeit, die Grundsicherung da etwas, dass man sagt, die tritt später ein, indem man zum Beispiel sagt, 20 Jahre kann man doch Schenkungen zurückfordern. Also so ein bisschen fehlt mir die Selbstverantwortung der Person. Also um bei den Letzten anzufangen. Ich glaube, dass die Fälle, wo Menschen durch Verschenken ihres Vermögens sich in den Grundsicherungsbezug bringen, relativ selten sind. Also weil natürlich die meisten Leute, die in der Grundsicherung im Alter sind, sind langzeitarbeitslose Personen, sind Personen, die mit einer Berufsbiografie mit einem sehr niedrigen Einkommen hatten und sind nicht abgesicherte Solo-Selbstständige. Es gibt einzelne Selbstständige, die in der Tat sich hätten versichern können und dann in der Grundsicherung landen. Deswegen würde ich ja jetzt auch die Versicherungspflicht im Prinzip weiten, auch auf die Selbstständigen. Ich finde die alte Bismarck'sche Idee, dass die Angestellten, die Schutzbedürftigen und die Selbstständigen, die ja, ökonomisch starken sind, passt ja heute nicht mehr. Aber ich glaube, das ist eine vernachlässigbare Gruppe. Die meisten Menschen in der Grundsicherung, im Alter, waren in einer Situation, wo sie Vermögen nicht akkumulieren konnten. So, jetzt zur Eigenverantwortung. Ich habe da einige Seiten zu geschrieben, weil es gibt einen Diskurs, gerade von Sozialverbänden, das Wort Eigenverantwortung mit ganz spitzen Fingern anzupacken. Ja, und irgendwie zu sagen, das ist neoliberal und da werden soziale Notlagen individualisiert und so weiter. Ja, natürlich gehört zum Zusammenhang von Armut und Gesundheitssituation auch ein Gesundheitsverhalten, das risikoreich ist. So. Jetzt ist aber jemand, der
wenig Perspektiven hat, langzeitarbeitslos ist, ja, könnte man ja sagen, der hat wahnsinnig viel Zeit zu joggen und im Büro und so weiter. Er ist aber in einer mentalen Situation, wo er das nicht schafft. Ja. Und trotzdem ist es natürlich falsch, den Begriff der Eigenverantwortung oder Selbstsorge irgendwie als neoliberal abzuklassifizieren. Das kann man unter den Bedingungen, finde ich, gerade aus dem Blickwinkel einer katholischen Soziallehre nicht tun. Ja? Nur muss meines Erachtens dann zu einem Konzept der Eigenverantwortung auch die gesellschaftliche Verantwortung gehören, Menschen dabei zu unterstützen, eigenverantwortlich handeln zu können im Sinne der Selbstsorge. Also, also irgendwie sonntags die Selbstverantwortung predigen und am Montag irgendwie die Finanzierung der Schulsozialarbeit zu verhindern, ist dann jedenfalls nicht konsequent. Wir müssen das integrieren. Ja? Es ist falsch, solche Begriffe, auf die man gar nicht verzichten kann, wie Selbstverantwortung. Oder ich würde auch sagen, wir machen gerade eine Kampagne Heimat. Auch so ein Begriff, den man sagt, oh, rechts. Ja, also diese Begriffe zu füllen. Ja, und zwar in einer wertschätzenden Weise zu füllen. Hat sich ein bisschen schon erledigt. Ich würde aber doch noch mal darauf hinweisen, dass zum Thema Mindestlohn, wenn ich mir den Mindestlohn heute angucke und allein als Alleinstehender damit eine Vollzeitstelle fülle, mein Einkommen immer noch hart an der Grenze, an der Armutsgrenze. Ne? Weil netto kommt da nicht mehr bei raus als diese rund 1000 Euro, die Sie erwähnt haben. Es kommt mehr raus. Ja. Sie sind, je nach Definition, Sie sind ein Paar, was, also gut, kann man sagen, taugt die Statistik der Mittelschicht was, aber ein Paar von zwei vollzeiterwerbstätigen Mindestlohnbeziehern befinden sich bereits statistisch in der Mittelschicht. Es ist nicht so, dass es gar nichts nutzt. Ja? Aber sie sind natürlich nicht sehr stark drüber, das ist so. Ja? Klar, nur, ich meine, klar, also mein Plädoyer ist, den Mindestlohn nicht danach zu bestimmen, was man gerne hätte, sondern was der Arbeitsmarkt hergibt. Das ist das Kriterium. Und das ist die Aufgabe der Mindestlohnkommission, Gott sei Dank, und nicht einer Regierung, die das festsetzt. Zwei Sachen. Erstens, die Mütterrente. Ich weiß nicht, ob sie aus dem allgemeinen Rententopf genommen wird. Wenn ja, fände ich das nicht gut, denn... Es wird. Bitte? Es wird. Es wird, gut. Dann bin ich bei der richtigen Stelle schon. Das finde ich nicht gut, denn die Kinder sind eine Aufgabe des Staates. Und der Staat, meine ich, müsste aus einem Sonderfonds, genauso wie er meinetwegen Militärausgaben, wie Infrastrukturen und diverses davon bestreitet, müssen das nicht nehmen, denn die Mütter haben da niemals eingezahlt, aber sie müssten das Recht haben, auch davon vom Staat was zu bekommen. Und es würde die Rentenkassen entlasten. Das ist das Erste. Das Zweite ist, seit über 11 Jahren arbeite ich im Bramstedt bei der Tafel. Die Frage an Sie. Was halten Sie persönlich von der Tafel? Ich erlebe da auch eine Person, die sich schämt, dahin zu gehen. Für die Politiker, glaube ich, ist das so eine Art wie ein Feigenblatt. Es wird ja was getan, lass mal, wir mischen uns da nicht ein. Für diejenigen, die da nicht hingehen könnten, wenn wir da nicht ehrenamtlich tätig wären, die würden wahrscheinlich viel weniger haben in ihrem Portemonnaie. Was meinen Sie dazu zum zweiten Punkt auch? Und ich hatte gerade noch berechtigt hoffen, dass wir es mit Normen etwas schaffen, aber mit der Tafeldiskussion machen Sie jetzt ein sehr interessantes neues Fass auf. Gut, ich halte es kurz. Also, die Mütterrente. Dann machen Sie Punkt 1. Also, Nein, ich würde dem Satz widersprechen, Kinder sind die Aufgabe des Staates. Aber okay. Die meinten natürlich, es ist die Aufgabe, es ist eine öffentliche Aufgabe, Familien mit Kindern zu unterstützen. Ja, Sie drücken das besser aus, danke. Ja. Mit auch. Ja. Ich gebe Ihnen recht, es war auch eine Forderung des Deutschen Caritasverbandes, dass diese Leistungen an Müttern eben aus steuerfinanziert bezahlt werden. Jetzt muss man konzidieren, es fließen ungefähr 90 Milliarden Steuern bereits in das Rentensystem. Die Rechnung, was ist davon versicherungsfremd und was ist nicht versicherungsfremd, ist relativ komplex. Allerdings
kann einem Rentensystem die Unterstützung von Familien nicht egal sein, weil das Rentensystem eben nur funktioniert, wenn es künftig auch Beitragszahler gibt. Also man muss den generativen Beitrag der Familien zu umlagefinanzierten Systemen wertschätzen. Dagegen haben sie sich ja auch nicht gewandt. Ja? Aber es war unser Vorschlag, das aus Steuermitteln zu tun. Jetzt sind wir momentan in einer guten Beschäftigungssituation. In einer guten Beschäftigungssituation ist die Beitragssituation der umlagefinanzierten Systeme gut. Und dann ist es natürlich immer einfacher, die Geschichte in die Beiträge zu packen. So ist es gelaufen. Was jetzt die Tafel angeht... Ja, weil ich die Renten nicht reduzieren müsste. Wenn genug in der Rentenkasse drin ist, weil ich sie ja nicht belaste durch die Mütterrente, habe ich genug da, brauche ich nicht den Beitrag. Gut, aber es müsste natürlich über Steuern aufgebracht werden. Ja, auch die zahlt natürlich jemand. Ja, also für viele Leute, okay. Okay, die Tafeln. Ja, die Tafeln sind ein hoch anzuerkennendes Engagement. Sie dürfen keinen Effekt haben auf... Die Verantwortlichen würden auch sagen, sie haben es ihn auch nicht, sie dürfen keinen Effekt haben auf die Berechnung der Höhe der Grundsicherung, weil auch durch eindeutige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts das, was zum soziokulturellen Existenzminimum notwendig ist, muss in einer rechtskonform, also in einer Weise gewährt werden, auf die Leute Rechtsansprüche haben. Diese haben sie gegenüber der Tafel nicht. Ja? Die Tafeln sind natürlich auch gewachsen, weil dieses Engagement gewachsen ist und weil wir einen Lebensmittelmarkt haben, wo auch wie wild weggeschmissen wird. Also in den 50er Jahren hätte es diese Tafel nicht geben können, weil einfach diese materielle Grundlage nicht da gewesen wäre. Ja? Also muss man aufpassen, wenn man jetzt sagt, die Tafeln sind ein zwingender Beweis, dass die Hartz-IV-Sätze zu niedrig sind. Wenn man unsere 80 Euro dazu tut, gut, werden ein Teil der Leute vielleicht nicht zur Tafel kommen, andere werden auch kommen, weil sie natürlich auch ihr knappes Einkommen strecken. Ja? Wir haben aber eine lange Debatte dazu im Verband, auch in der Verbindung von Tafelangeboten mit anderen sozialen Unterstützungsmöglichkeiten. Es gibt eine Personengruppe, die haben Sie vorhin schon mal kurz gestreift. Da möchte ich nochmal eben den Fokus drauf lenken, die auch extrem von Armut betroffen ist und garantiert später auch die Rente nicht ausreichen wird zum Leben. Das ist die Personengruppe der Selbstständigen, die nie groß eingezahlt haben. Das ist also der klassische One-Man-Handwerksunternehmer, der immer gut klarkam, bis er dann mit 58 den ersten Herzinfarkt kriegte. Und die andere Gruppe, das ist noch perfide, das ist die Gruppe der Scheinselbstständigen. Es gibt ja ganze Branchen, ich sag mal, da arbeiten die Leute in großen Gebäuden, oben sitzt der Chef, aber der Chef hat eigentlich gar keinen Angestellten, die sind alle irgendwie selbstständig. Zum Beispiel die IT-Branche ist da auch ganz, ganz nett mit unterwegs. Ja. Und deswegen würde ich jetzt fordern, das wäre jetzt ein Statement, keine Frage, dass man doch wirklich für alle Beschäftigten mal eine Versicherungspflicht einführt. Weil es auch letztendlich auch nicht einzusehen für alle, die ihr Leben lang, ich sag mal, immer schön drauf eingezahlt haben und auch auf einen gewissen Teil des Einkommens verzichtet haben. Die haben also dieselben Leistungen vielleicht noch wie jemand, der nie einzahlen wollte oder durfte. Das ist auch eine große Ungerechtigkeit. Also ich würde an dieser letzten gerecht, bitte. Ich würde es gerne ergänzen, um letztendlich die Schaffung oder die Anreize, die geschaffen worden sind für die Medien- und Midi-Jobs, auch das 450-Euro-Jobs sind letztendlich die vom Prinzip Brutto für Netto ja fast das kriegen, aber letztendlich für die Person letztendlich überhaupt keine Rentenzahlung letztendlich persönlich hinter dann denen zugutekommen, die letztendlich dann wieder letztendlich der Allgemeinheit dann auch zulassen, weil sie dann keine ordentlichen Renten haben. Wie weit man da nicht doch auch irgendwie die Anreizsysteme oder verschlechtert. Das andere wäre für mich, weil es eben auch genannt worden ist, letztendlich die Versicherungspflicht. Sie haben das ja schon gesagt, ob man nicht dann doch alle Berufsgruppen in dem Sinne dann auch in die entsprechenden Sozialversicherungen verpflichtet. Und dafür wäre für mich auch mal die Frage, ob nicht nur auf das Arbeitseinkommen, was hier insbesondere dann die Dienstleistungsbereiche angeht, im industriellen Bereich wird auch durch 4.0 vom Prinzip ja immer mehr durch Maschinen ersetzt, wie weit nicht dann auch da entsprechend auch das auch entsprechende Anteile auch gerechnet werden müssen, damit es eine bessere Verteilung, dass die Rentenkassen dann auch eher gefüllt werden. Es kann nicht sein, dass letztendlich demnächst nur noch, ich sage mal, die Dienstleister
gerade auch in unserem sozialen Bereich letztendlich das erbringen und alles andere wird letztendlich erwirtschaftet eher durch Maschinen und nicht mehr durchs Personal. Gut, jetzt haben wir aber zwei Fragen. Also die eine Frage ist, was machen wir mit den Selbstständigen? Also der Handwerker, der gut klarkommt und sich nicht absichert, ist natürlich ein Problem, denn er ist in einer Situation, wo er sich absichern könnte. Dann gibt es natürlich also Solo-Selbstständige, die sehr knapp sind. Ja. Ich habe ja schon gesagt, meine Befürchtungen sind jetzt mit der Digitalisierung nicht unbedingt, dass also die Arbeit uns ausgeht. Das wissen wir nicht. Ja. Wir prognostizieren ja alle 10 Jahre gibt es mal eine Geschichte, uns geht die Arbeit aus. Also so, bisher ist sie uns nicht ausgegangen. Aber wir haben jetzt mehr Probleme, wie wir im demografischen Wandel irgendwie über die Runden kommen. Was ich aber fest von überzeugt bin, dass die weiteren Möglichkeiten der Digitalisierung zu einer Aufweichung der Grenzen zwischen abhängiger und selbstständiger Beschäftigung führen. Ja, sie können mit diesen technischen Möglichkeiten sehr viel mehr außerhalb fester Betriebsstrukturen machen. Dann ist es noch nicht mal Scheinselbstständigkeit. Also das Beispiel, was Sie gesagt haben, oben sitzt der Chef und das ganze Haus sitzt voll von Scheinselbstständigen, die alle nur für diesen Chef arbeiten. Also sag mal so, wenn der Zoll kommt und das überprüft, sollte das auffliegen. Also wenn der Mensch nicht irgendwie verbundene Augen hat. Aber okay, ja. Ich glaube, man muss die Versicherungspflicht ausweiten. So. Das Problem ist ein bisschen, wenn man das jetzt tut, kriegt man ganz viele junge und mittlere Leute in das System. Dann hat man momentan einen wunderbaren Beitragsregen, den wir im jetzigen System natürlich nur unter den heutigen Rentnern verteilen und nichts quasi davon natürlich zurücklegen für diese Zeit, wenn diese Leute selbst alt werden. Da müsste man irgendeine Lösung für finden. Ja. Was jetzt die 450 oder was die geringfügige Beschäftigung angeht, ist sie ja eingeführt worden in einer extrem schlechten Arbeitsmarktsituation und als Versuch, gegen die umfangreiche Schwarzarbeit was zu machen. Da hat sie auch was bewirkt. Also es gibt mehr Tätigkeiten, die legalisiert sind, ja, wo es dann auch einen gewissen, also sozialen Schutz gibt. Ja. Ich fände es wünschenswert, diesen Sektor des Geringfügigen zugunsten der Sozialversicherungspflicht wieder zurückzustutzen. Ja. Ich glaube, dass es für jede Partei extrem schwierig ist, weil es viele Konstellationen gibt, wo diese 450 brutto gleich netto sehr erwünscht sind, auch wenn natürlich ja, es mittelfristig natürlich erhebliche Folgen hat. Ja, aber den Ärger, den Politiker kriegen, wenn sie bestimmte Dinge tun, ist ja nicht nur dann, ist ja nicht so, dass die ganzen Leute, die von Maßnahmen betroffen sind, ausschließlich über die volkswirtschaftlichen Wirkungen nachdenken, sondern eben auch, naja, was dann bei ihnen im Portemonnaie bleibt. Ja. Aber im Grunde gebe ich Ihnen recht, also wir beobachten allerdings, dass dieser Sektor zurückgeht, weil die Beschäftigungslage deutlich besser ist, aber er ist natürlich noch weiterhin sehr groß. Wir fliegen in die Schlussrunde ein. Zwei Worte noch, Ladies First, Anna Stichmann und Gerrit machen dann den Abschluss bei den Wortmeldungen. Ja, ich fange dann wieder ganz am Anfang an. Und was Kinderarmut auch betrifft, Sie haben von Teilhabe gesprochen. Was ist denn was versteht man darunter? Was ist Teilhabe? Muss ich 4-mal im Monat essen gehen können, 3-mal im Monat ins Kino, jede Woche ins Schwimmbad, noch einen Saunabesuch? Ich versuche mir das jetzt mal so auszumalen. Kann ich das von Ihnen vorgeschlagenen Erhöhung um 60 Euro finanzieren? Also ich finde, Teilhabe ist erstmal wichtig, um Menschen zur Teilhabe zu befähigen. Ist erstmal, dass ich in der Bildung und in frühen Hilfen den Grundstock lege. Und das fängt nämlich schon damit an, dass einfache Kulturtechniken verloren gehen. Zum Beispiel Leute kochen gar nicht mehr. Es gibt ganz schicke Designerküchen in allen möglichen Haushalten, die wissen nicht mehr, wie man Essen kocht. Vernünftig, ernährungsphysiologisch betrachtet. Das heißt, auf diese Kulturtechnik, da müsste man ein bisschen mehr
geschult werden, dass sich da auch mal wieder die Befähigung drauf ergibt, dass ich. Und die Kinder kriegen das Essen in der Schule auch fertig vorgesetzt. Schule, es ist ja gut, die kriegen wenigstens was zu essen, wo zu Hause gar nichts mehr passiert. Aber das sind so Dinge, das sind nämlich eigentlich die Grundtechniken, die ich haben muss, um ein befähigtes Leben dann auch zu führen. Das treibt mich immer so ein bisschen um, wo ich denke, also irgendwie sind wir eine schräge Gesellschaft geworden. Ja, das ist auf jeden Fall so. Wobei die Grundtechniken für alle sozialen Schichten gelten. Ja, das habe ich ja gesagt, ich habe ja von den Designern gehört. Teilhabe kann ich aber gleich ansetzen. Meine Frage geht einfach dahin, wie kriegen wir das hin, dass wir eben nicht nur über Armut und über Arme sprechen, sondern auch mit ihnen und sie teilhaben lassen an den ganzen Entscheidungsfindungen, an den Prozessen. Sie haben auch ein paar interessante Vorschläge gemacht in dem Buch, mit Blick zum Beispiel auf die Blickrichtung in den Schulen, wie man versuchen kann, sozial Schwache mit einzubeziehen in die ganzen Entscheidungsprozesse, was man tun will, was man lassen will. Und mir geht es aber auch um die politische Teilhabe, wie kriegen wir das hin, dass man die Leute, über die wir reden, mit einbeziehen können in politische Entscheidungsprozesse über Beiräte oder Ähnliches, damit sie teilhaben können auch an diesen Diskussionen, zum Beispiel wie heute Abend. Da haben wir wahrscheinlich auch außer vielleicht verdeckter oder verschämter Armut, die sich hier aber dann nicht öffentlich äußert, doch die, über die wir sprechen, nicht dabei. Es muss ja eben Untersuchungen gegeben haben, in der FAZ wurde das vor einiger Zeit besprochen, wo festgestellt wurde, dass vermögende Politik deutlich stärker beeinflussen als Menschen, die es nicht so dicke haben. Es geht ja bis in diese Bereiche hinein. Jetzt gibt es noch eine Wortmeldung, ganz kurz, und dann könnte man Rentenerhöhung nicht zum Beispiel anstatt in Prozente in feste Eurobeträge rechnen? Absolut. Weil die Besseren sind immer besser gestellt oder werden immer besser gestellt und die unten sind, bleiben eben. Ich fange mit dem letzten Punkt an. Das kann man natürlich tun. Wir haben zurzeit ein System, was stark von der Äquivalenz geprägt ist, dass also die Höhe der Rente, die sie bekommen, in einem doch engen Zusammenhang steht zu dem, was sie einbezahlt haben. Jetzt könnte man das System natürlich anders machen. Dann würden die Leute, die mittlere oder bessere Renten haben, würden weniger bekommen und Leute unten würden mehr bekommen. Dann führen sie aber in das Rentensystem ein Umverteilungssystem ein, wo die Leute der Mitte mit Einkommen bis zur Beitragsbemessungsgrenze Unterstützung für Arme zahlen. Das macht das Rentensystem für die Besserverdienenden wenig attraktiv. Wenn man die durch Teilnahmepflicht dazu zwingt, werden sie nur maulen. Aber wenn sie irgendwie die Möglichkeiten haben, rauszugehen, werden sie da rausfliegen. Ich finde, Einkommenstransfers für Arme müssen wir steuerfinanzieren. Das wäre mein Argument dagegen, ja, weil wir sonst zu einer weiteren hohen Belastung kommen, der mittleren Einkommen. Es sind Einkommen bis zur Beitragsbemessungsgrenze. Alles, was da drüber ist, wird nicht verbeiträgt. Vermögen, Zinserträge, also Zinserträge, Mieteinnahmen, alles wird nicht verbeiträgt. Und wir haben damit eine sehr starke Finanzierung der Sozialausgaben über Erwerbseinkommen. Das würden wir mit einem solchen Vorschlag stärken. Deswegen wäre ich da kritisch. Ja? So, jetzt zur Frage Teilhabe. Ich gebe Ihnen völlig recht, Fähigkeiten kochen zu können und so weiter ist ein Teil der Teilhabe. Diese Fähigkeiten schwinden. Ob sie jetzt in allen Schichten schwinden, weiß ich nicht, aber sie schwinden. So. Da kann man was tun. Wir haben als Caritas ein Haushaltsorganisationstraining entwickelt. Man könnte ja vielleicht in den Schulen sogar auch mal kochen und nicht nur dieses Catering-Essen. Sehr wahrscheinlich gibt es da versicherungsmathematische Probleme, Probleme mit dem Brandschutz, Hygienegeschichten, Einwände des Gesundheitsamts, kann alles sein, aber ich fände es keine ganz blöde Idee. So.
Jetzt ist es wahnsinnig schwierig, natürlich ein Niveau von Teilhabe zu bestimmen. Ich würde aber sagen, wir sollten, das war auch so eine Geschichte, dass man ja eine Zeit lang sagte, naja, subventionierte öffentliche Angebote, das ist ja eigentlich irrational, man soll da kostendeckende Preise machen und dann entscheiden die Bürger, was sie wollen, dann werden sie steuerlich entlastet und so weiter. Wenn man aber dann kostendeckende Schwimmbadpreise hat, die dann irgendwo bei 4 oder 5 Euro sind, gehen bestimmte Familien eben nicht ins Schwimmbad. Ja? Oder man braucht, ich meine, wir haben in Freiburg einen Tierpark, ja, der ist eben vom Eintritt kostenfrei, da ist eben auch eine Möglichkeit, wo Familien sich also zumindest mal in unterschiedlichen Einkommenssituationen aneinander vorbeilaufen. Ob sie miteinander reden, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Ja, so. Man braucht solche Angebote, wo man nicht konsumieren muss. Das hat abgenommen. Und der dritte Punkt, die politische Teilhabe, das ist jetzt wirklich ein extrem schwieriges Feld, weil niemand da von uns ein Modell hat. Ja, aber die sinkende Wahlbeteiligung auf bei Landtagswahlen etwa um die 50%, ja, und in Kommunalwahlen teilweise ja noch darunter, führt dazu, dass Arme praktisch nicht mehr in gleicher Weise Realisierung, und das kann uns immer jedes System, jedes politische System durcheinander wirbeln. Ja. Und insofern weiß ich nicht, wie man das angeht, aber ich glaube, dass eine Rückgewinnung von politischem Interesse am ehesten noch auf der kommunalen Ebene gelingen kann, wenn die Leute das Gefühl haben, dass in ihren Stadtteilen was geschieht. Ja, Herr Professor Krämer, Dankeschön, dass Sie nach Osnabrück gekommen sind heute Abend. Es war mir ein Vergnügen. Wir kommen ja im Gegensatz auch gerne nach Freiburg. Ja. Dass wir uns Rede und Antwort gestanden haben. Schön auch, dass Sie mit Ihrer geballten Kompetenz und Erfahrung hier waren. Und was ich immer wieder finde, dass Sie Ihren Humor und Hintersinn all diesen Jahren auch angesichts der Komplexität und der Herausforderung der Fragestellung nicht verloren haben. Ich glaube, das haben wir heute Abend gemerkt, dass es sich um ein wirklich äußerst komplexes Thema handelt, das weder mit kernigen Sprüchen noch mit großen Würfen mal eben so nebenbei zu bereinigen sei oder nach vorne zu bringen sei. Ich komme wieder zur Eingangsaussage, das geht, glaube ich, nur mit Liebe zum Detail, mit genauem Blick drauf. Und trotzdem werden Sie dann, wenn Sie 10 Leute beieinander haben, oft noch 8 verschiedene Sichten und Meinungen zu den verschiedenen Fragestellungen haben. Aber genau das macht demokratisches Gemeinwesen aus. Und ich bin, was das Thema angeht, ganz froh, dass wir in einer der besten Regierungsformen leben. Und das sollten wir nie vergessen. Und dafür sollten wir auch kämpfen und wieder kämpfen lernen, weil die Dinge nicht selbstverständlich sind. Das sehen wir rund um uns herum, im Übrigen auch. Und manchmal sind, auch wenn wir ganz fein in die letzten Verästelungen gehen, führen wir auch hier und da mal Luxusdebatten, die wir auch nur führen können, weil wir vielleicht sozusagen in einer postmateriellen oder Postwachstumsökonomie leben. Das ist unterschiedlich. Also einmal hat man keine materielle und anderer wächst sie. Ja, okay. Entschuldigung. Ich wollte nur Dankeschön sagen. Wir werden uns noch ein paar Mal über den Weg laufen. Hier ist ein bisschen was für Ihre gärtnerische Arbeit, der Sie sich dann ja mit Nachdruck widmen, neben dem Radfahren. Ist dann wieder ein Rosenstrauch. Ja, natürlich, wir wollen Ihnen den ganzen Garten zulassen. Okay, ne? Ja gut, also ich mache ja jetzt gerade den Kurs Rosenzüchter für Anfänger. Herr Mendina hat das Schlusswort. Kommen Sie zu uns. Ja, Herr Professor Gelber. Lieber Caritasverband, herzlichen Dank, dass wir heute gemeinsam hier so eine Veranstaltung zu Armut in Deutschland durchführen konnten. Ich sage mal so, wir sprachen kurz vorher über Visionen. Wenn unsere Vorväter in der Sozialpolitik nicht Visionen gehabt hätten, von vornherein ins Klein-Klein gegangen wäre, hätten wir heute keine Pflegeversicherung, keine Krankenversicherung, keine Rentenversicherung, kein Kindergeld, kein gar nichts. Deswegen sage ich mal, ermutige ich alle, auch im Caritasverband, auch mit den führenden Köpfen, haben Sie Visionen.
Haben Sie Ideen, wie Sie den Menschen helfen können? Weil das Thema Tafeln kam für mich zum Schluss ein bisschen zu kurz, weil ich sage, da haben wir die Armut verstetigt. Ich erlebe das in Melle, sage ich mal ganz brutal für mich, wenn ich mit nach Hannover fahre zu einer Sitzung und direkt am Bahnhof, am Freitagnachmittag, zur tollsten Reisezeit, die Tafel geöffnet hat. Dass mir die Armut jedes Mal dann vor Augen geführt hat, am Freitagnachmittag, wenn ich nach Hannover fahre, dass die Leute darauf angewiesen sind, dorthin zu gehen. Und das halte ich in einem reichen Land, wie wir es sind, für nicht richtig und nicht gut. Und daran müssen wir arbeiten, dass wir unsere Sozialsysteme so verbessern, dass wir wirklich die Auffangleine unten oder das Netz noch etwas höher spannen, dass die Menschen noch ein Selbstwertgefühl haben. Bei 8,84 Euro, Entschuldigung, wenn ich dazu arbeite, entweder schätzen wir die Arbeit wert, dann muss uns was wert sein, dann muss es auch etwas mehr sein. Und ich glaube, das kriegen wir hin. Ein kleines Beispiel noch und dann mache ich auch wirklich Schluss. Ich hatte Personaler von Appetito, eine Catering-Firma und Lebensmittelsystemfirma, der sagte mir, als wir bei 7,50 Euro waren, haben wir 2 Jahre darüber diskutiert, Klaus, das kann ich nicht bezahlen an der polnischen Grenze, weil sie das Beispiel beachten. Dann habe ich mal mit ihm gesprochen und gesagt, hast du denn schon mal ausgerechnet, was da netto rauskommt? Eine halbe Stunde später rief er an und sagte, haben Sie mir ausgerechnet, dafür kann keiner von leben. Ein Jahr später kam er an und rief mir an und sagte, wir zahlen den Mindestlohn auch an der polnischen Grenze jetzt, auch für die Spülhilfe. Ich sagte, wie habt ihr das denn hingekriegt? Nee, nicht wir, sagte er, so ehrlich bin ich. Unser Beiratsvorsitzender, der Firmengründer war, über 80, hat gesagt, ich bin kein Billiglohnarbeitgeber. Wenn wir Arbeitsaufträge wegbrechen, dann brechen sie weg. Aber ich will meinen Leuten auch ins Gesicht gucken können für die Arbeit, die sie geleistet haben, dass sie einigermaßen vernünftiges Geld kriegen. Und das müssen wir uns angucken. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu diskutieren. Vielleicht kommen wir nochmal auch als Ruheständler mit Ihnen ins Gespräch. Ich bin auch in der KAB aktiv. Und von da sehen wir uns vielleicht irgendwann mal irgendwo mal wieder. Herzlichen Dank.